Ja, bei so langen Sachen mache ich ja gerne einen, worum geht's, kurzen Einblender, nämlich es ist einfach eine gemütliche Palaverrunde zum Sonntagabend. Ganz wichtig, das steht jetzt mal im Vordergrund. Ne? Also wer jetzt hier irgendwie große Action erwartet, nö, einfach gemütliches Palaver. So, und zwar habe ich mir mal ein paar reale Überlebenssituationen rausgesucht, bei denen eben schon fast bis tatsächlich übermenschliche Leistungen vollbracht wurden. Also wirklich Survival-Situationen, die so stattgefunden haben. Nicht Training, nicht Simulation, sondern echt. Und darunter eben 5 Flugzeugabstürze und ein Bootsunglück. Genau genommen sind es eigentlich 4,5 Flugzeugabstürze. So einer ist so ein bisschen, da kann man sich streiten, inwiefern das eine Survival-Situation ist. Ich habe dann wirklich nur Zeug rausgesucht, wo halt auf Survival hilfreich gewesen ist zum Überleben. Es gibt selbstverständlich jede Menge Flugzeugabstürze. In den vielen Fällen, wo es Überlebende gab, sind die halt sofort aufgesammelt worden und mussten nichts tun, außer sich aufsammeln lassen. Oder waren in vielen Fällen einfach auch so schwer verletzt, dass sie zu irgendwelchen Survival-Tätigkeiten auch gar nicht in der Lage gewesen wären. Die Fälle, wo dann halt eben wirklich Survival noch eine Rolle gespielt hat und ohne Survival sozusagen ein Überleben wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, das sind dann eben nicht mehr viele. Und die, die ich da gefunden habe, die wollte ich dann gern ein bisschen ausführlicher besprechen. Das Ganze mit einem gewissen Bezug auf Seven vs. Wild. Also immer mal wieder so kleine Parallelen und Dinge, die man jetzt aus der Realität für ein Seven vs. Wild-Szenario sich so ein bisschen näher angucken kann, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen Allgemeines einfach zu Gruppen-Survival und was ich halt sonst noch so zu sagen habe. Das ist so ungefähr der Fahrplan. Also nur, dass ihr wisst, was euch erwartet. Und nochmal ganz gemütlich, da darf man auch gerne bei einpennen und es irgendwann anders zu Ende gucken. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ne? Also. Das soweit zum Thema. Los geht's mit Ben vor Ort. So, hallo und herzlich willkommen nach einem etwas seltsamen Tag für mich. War eigentlich ganz gut, habe viel Sport gemacht, bin jetzt noch K.O. Ja, ich mache neuerdings Sport. Ja, das ist sehr gut, weil ich kann neuerdings jetzt so einen Sechserpack von meinem schwarzen Wasser in der Gegend rumtragen, ohne deswegen gleich keuchen zu müssen. Und als ich realisiert habe, dass ich gar keine Lust mehr habe, 2 von diesen Sechserpacks von meinem schwarzen Wasser in der Gegend herumzutragen, weil ich dann so viel keuchen muss, war ich der Meinung, okay, jetzt das kann jetzt nicht sein. So alt bin ich jetzt noch nicht, jetzt muss ich mal was tun, ein bisschen trainieren und so weiter und so fort. Und Resultat, ich kann jetzt sogar theoretisch, ich habe nur nicht 3 Arme, 3 Sechserpacks von meinem schwarzen Wasser. Nein, auf gut Deutsch, ich mache ein bisschen Fitness. Ne? Und ja. Das ist nicht weiter bemerkenswert. Fitness-Influencer gibt es schon genug auf dem Planeten, aber tut mir sehr gut, fühlt sich sehr gut an. Hatte ich heute ein tolles Training, schöne neuen Laufrekord in Anführungszeichen aufgestellt. Und ja, so weit bin ich nicht mehr gerannt seit 16 Jahren. Sowas um den Dreh. Ja, also fühlt sich wirklich toll an. Daher hatte ich eigentlich einen guten Tag, aber dann habe ich die Speicherkarte vergessen. Saß im Wald und wollte was drehen und ja, keine Speicherkarte und deswegen sitze ich jetzt hier, bisschen später als geplant und mit etwas Zeitverschwendung. Aber ja, das ist halt, ich vergesse alles und jedes und jede und jeden Geburtstag und jeden Feiertag und häufig auch mal den Wochentag und völlig. Ne, wenn ich meine Frau nicht hätte, dann wäre es völlig hoffnungslos. Das Einzige, was angewachsen ist, ist der Hut. Gut, also, jedenfalls wollen wir reden über, jetzt auch mit Speicherkarte, Seven vs. Wild, ja, schon wieder. Und zwar das Szenario des Flugzeugabsturzes, was man sich da wohl unter maßgeblicher Beteiligung des Gemeinecke sich gedacht haben wird, um da eben ein schönes Survival-Szenario für die 4. Staffel zu haben. Finde ich prinzipiell erstmal ganz, ganz toll. Ja, so das erste Szenario, was einem einfällt, wenn man sich sogenannte Survival-Szenarien überlegt, ist ja der berühmte Fall, ich trainiere Survival, A, weil es Spaß macht und B, weil wenn ich mal mit dem Flugzeug abstürze und aus irgendwelchen Gründen einer der wenigen Überlebenden bin und aus irgendwelchen Gründen es dann notwendig ist, Survival-Techniken zum Überleben anzuwenden, weil wir tatsächlich nicht gefunden werden, nachdem wir mit dem Flugzeug abgestürzt sind, was heutzutage immer unrealistischer wird, je weiter die Technik ist. Aber sollte das passieren, dann kann man ja hier mittels Survival Skills entsprechend sich durch den Dschungel wieder nach Hause kämpfen oder zumindest so lange überleben, bis man halt doch mal irgendwann gefunden wird. So, jetzt sollte man eben meinen, wie gesagt, super, super unrealistisch und das ist es auch. Denn meine Recherche, wie viele reale Vorbilder zu so einem Flugzeugabsturz-Szenario es gibt, haben genau ergeben, 5. Ja, also die irgendwas im entfernteren Sinne
So, verkehrslärmbedingte Pause. Ich habe insgesamt genau 5 Fälle gefunden, wo jemand einen Flugzeugabsturz überlebt hat und hinterher irgendwelche Survival-Techniken im entferntesten Sinne zum Einsatz gekommen sind, die dann beim Überleben geholfen haben. Mag sein, dass es da noch ein paar mehr Fälle gibt, insbesondere wenn man zeitlich weiter zurückgeht. Ich bin nämlich nur bis in die 70er Jahre gekommen und vielleicht habe ich noch ein paar kleinere Fälle, die einfach nicht groß in den Medien waren, auch übersehen. Ich habe aber wirklich eine Weile gesucht. Und wenn ihr noch was kennt, das ich nicht kenne, dann ergänzt es bitte sehr gerne in den Kommentaren, da würde ich mich außerordentlich drüber freuen. Dann können wir ja mal vielleicht schauen, ob wir die vielleicht auch noch mal genauer analysieren und uns mal ein bisschen genauer angucken, weil das finde ich schon sehr, sehr spannend, was für Situationen es denn da in der Realität gegeben hat. Ja, von diesen 5 ist eine so ein Stück weit in Klammer. Und ich hätte noch eine 6., die zählt aber auch nur so begrenzt, weil... Das war ein Schiffsunglück, genau genommen. Ja, aber es ist trotzdem, es fällt so ein bisschen in die gleiche Kerbe und es hätte auch ein Flieger sein können statt einem Schiff, was da verunglückt ist. Dann wäre das Szenario im Grunde ähnlich. Daher ist das hoffentlich in Ordnung, dass ich da noch eine Schiffssituation mit dazu genommen habe. So, die Nummer 6 in Klammer, die ist die, dass eine vermutlich Russin, meine ich in Erinnerung zu haben, oder zumindest zu der Zeit, als das passiert ist, weiß ich nicht, war das noch UdSSR? Ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Jedenfalls, der Fall war folgender, zu irgendwann in irgendwo in der zumindest damals UdSSR-Gegend, die heute vermutlich Russland aus heutiger Sicht. Ja, da ist jedenfalls ein Flieger abgestürzt bzw. in der Luft zerrissen, vermutlich weil schlecht gewartet und eine Reihe Doppelnieten eben keine Doppelnieten, sondern nur Einfachnieten gewesen sind und das war halt nicht so stabil und da ist der Flieger wirklich in der Luft einfach auseinandergerissen. Und dabei sind natürlich diverse Passagiere erstmal nach draußen befördert worden und darunter eben auch unsere Protagonistin, die allerdings irgendwo, zumindest beschreibt sie das dann später so, dass sie mal irgendwo gelesen hätte von einer jungen Mädchen, das aus einem Flugzeug geschleudert wurde und sich an ihrer Sitzbank festgeklammert hat und so überlebte. Vermutlich meint sie damit Juliane damals Köpke, also geborene Köpke. Zu der kommen wir später noch. Und... ja, das hat sie auch gemacht, unsere Russin, und hat es geschafft, dadurch erstens auf ihrer Sitzbank zu bleiben. Sie wird wahrscheinlich auch angeschnallt gewesen sein, aber wie auch immer, ist mit der Sitzbank durch einen Birkenwald gekracht. Jetzt müssen wir dazu sagen, einen russischen Birkenwald. Ein deutscher Birkenwald, da würde man sich denken, hä, die dünnen Stängel, die sollen eine ganze Sitzbank, die aus ein paar tausend Metern Höhe gefallen ist, aufhalten und so weit abbremsen, dass ein Mensch das überleben kann. Nee. Aber bei sibirischer bzw. russischer Birke geht das schon, die bilden da ganze Wälder. Das sind ganz andere Baumkaliber und ganz andere Dichten der Birkenwälder, die wir da haben. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass in einem Fall von unglaublichem Glück oder Zufall, wie auch immer man das nennen möchte, sicherlich Glück für die beteiligten Personen, es passieren kann, dass diese Bank da derart günstig reinkracht, dass sie so viele Stämme so weit umbiegt, dass auch die Elastizität der Stämme dann sicherlich einen Teil der Kraft aufnimmt, bis das Ding dann da wieder runterkippt, auf den nächsten Stamm da auch wieder so ein bisschen Energie aufgenommen wird, dass letzten Endes die Aufprallgeschwindigkeit eben klein genug ist, dass der menschliche Körper, sofern er dann auf einer Bank festgeschnallt ist vom Flieger, das Ganze irgendwie übersteht. Wohlgemerkt irgendwie, weil verletzt war sie und zwar schwer. Unter anderem hat sie sich beim Sturz wohl die Kiefer so stark zusammengeschlagen, dass die meisten ihrer Zähne hops gegangen sind. Und sie hat dann insofern Survival anwenden müssen, dass sie ein Stück weit in der näheren Umgebung herumgehinkt, langsam gegangen ist, weil allzu gut waren die Beine wohl auch nicht mehr dran, der gesamte Bewegungsapparat sehr vieles in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ja nun beim besten Willen auch kein Wunder nach so einer Aktion. Und hat es geschafft, ein paar Beeren zu essen und ein bisschen Wasser zu trinken. Und viel mehr hat sie wohl nicht gemacht. Und dann ist sie nach 3 Tagen auch gerettet worden. Hat man die Überreste des Flugzeugs untersucht, beziehungsweise die waren ja weit verteilt. Das Ding ist ja in der Luft, wie gesagt, auseinandergebrochen. Und hat sie dann unter anderem gefunden. Und ja, sie ist die einzige Überlebende gewesen. Aber halt eben dann noch diverse Nicht-Überlebende hat man natürlich auch gefunden. Tolle Geschichte. Sehr, sehr gut für die Frau, ja.
Aber ich habe das jetzt so ein bisschen in Klammern genommen, weil ein paar Beeren zu essen, ein bisschen herumzulaufen und etwas Wasser zu trinken, nähere Informationen habe ich dazu auch leider nicht gefunden, ob sie sonst noch was gemacht hat. Und das über 3 Tage, das ist jetzt, ich sag mal, das hätte man auch ohne Survival-Kenntnisse als Einheimische im Land, in dem man lebt, auch einigermaßen sonst, die meisten von uns hätten das hinbekommen. Ich möchte mal behaupten, jeder, der mit dem Hund mal spazieren gegangen ist in Deutschland, der kennt auch zumindest mal Blaubeeren. Sofern man im Gebiet ist, wo es die irgendwie gibt. Oder hat schon mal eine Walderdbeere gesehen, die allermeisten von uns. Wenn so ein Hauch von Naturbezug da ist, was ja bei zumindest ländlich aufgewachsenen Russen sicherlich in den meisten Fällen der Fall sein wird, wenn die aus einem kleinen Dorf kommen oder sowas. Und das dürfte hier auch der Fall gewesen sein. Ja, also Survival-Techniken, ja, vielleicht ein kleines bisschen. Darum, wie gesagt, in Klammer. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau nicht in irgendeiner Form, dass das jetzt irgendwie abwertend gemeint sein soll. Ne? Schade, dass sie nicht noch nebenbei ein Shelter gebaut hat und 17 Eichhörnchen gehäutet hat. Nein, so auf keinen Fall. Es geht uns nur darum, wir wollen halt wirklich die Fälle rausfinden, bei denen man wirklich Survival-Techniken, also definitiv, eingesetzt hat und welche das waren und welche da so die nützlichsten gewesen sind. Und damit möchte ich mich jetzt eben im Näheren ein wenig beschäftigen. Ich habe es ja jetzt schon angefangen. Und wenn wir damit durch sind, dann reden wir nochmal allgemein einfach über so ein paar Takte, die ich noch zu sagen habe, beziehungsweise die ich davon noch halte. Wenn ihr da noch Bock habt, ja, dann müsst ihr auch nicht mehr zuhören. Zum Thema Flugzeugabsturz, beziehungsweise zum Thema, dass die Staffel 4 von Seven vs. Wild jetzt eben als Gruppenveranstaltung stattfinden wird. Ich hatte ja irgendwo anders durchklingen lassen. Hoffentlich machen sie nicht eine Gruppenveranstaltung draus, sonst könnte das in Richtung Dschungelcamp abrutschen. Ja, jetzt machen sie eine Gruppenveranstaltung draus. Ich glaube aber aufgrund der klimatischen Bedingungen, von denen wir ja wissen, dass die relativ heftig sind und der Tatsache, dass es halt eben vielleicht eine realistische Ausrüstung, die man in einem realistischerweise abgestürzten Flugzeug so finden kann, nur in Anführungszeichen gegeben hat. Und das wird nicht allzu viel Zeug sein und bestimmt nicht 7 Feuerstähle, 7 Outdoor-Messer, 7 Tarps und so weiter und so fort, sondern allenfalls vielleicht ein Outdoor-Messer und meinetwegen noch ein Beil oder irgendwie sowas, aber halt jeweils bestimmt nicht 7 davon, ne? Also wenn das realistisch ist. Und über solche Sachen wollte ich mir dann noch ein bisschen Gedanken machen. Aber jetzt reden wir erstmal eben über die Fälle, in denen nach einem Flugzeugabsturz oder halt eben einem sehr vergleichbaren Schiffsunglück nur ein Fall Survival eine Rolle gespielt hat. In willkürlicher Reihenfolge, ich habe es mir hier aber ein bisschen aufgeschrieben, damit ich hier mit den Daten und den Namen nicht allzu sehr durcheinander komme. So, und Beispiel Nummer 1, das ich nennen möchte, ist der Herr Nemir. Das ist ein Unteroffizier aus Algerien. Also war zu dem Zeitpunkt Unteroffizier in der algerischen Armee. Und zwar waren die mit einem Passagierflug, aber der Armee, also es waren alles Soldaten, die da drin saßen, unterwegs und sind abgestürzt. Ich habe jetzt, weil ich von technischen Dingen keine Ahnung habe, mich nicht darauf konzentriert, bei den einzelnen Absturzszenarien immer darauf einzugehen, was war das für ein Flieger? War der gut gewartet? Hatte der eine grün-blau-weiß gestreifte Notfallbox an Bord? Hatte der das Fahrwerk eingeklappt oder nicht? Und so ein Krempel. Ich habe keine Ahnung von technischen Details zu Flugzeugen. Ich kann euch nur sagen, das Ding ist abgestürzt. Warum? Weil es abgestürzt ist. Ja, habe ich mir wirklich nicht die Mühe gemacht, da noch groß. Das ist mir persönlich völlig Wurst. So, jedenfalls ist er also abgestürzt. Das war ein junger Mann, ich glaube 21, 22, sowas um den Dreh zu dem Zeitpunkt. Und kurz nachdem er aufgekommen ist, entsteht neben ihm, also er saß an der Tragfläche. Da muss man jetzt noch dazu sagen, rein statistisch gesehen, ist es bei Flugzeugabstürzen, es ist kann man eh nicht beeinflussen, wenn man nicht irgendwie Premium-Boarding oder sonst was dazu kauft und so weiter. Aber es ist grundsätzlich immer eine gute Idee, neben der Tragfläche zu sitzen. Statistisch gesehen ist das der Ort, wo man bei einem Flugzeugabsturz am schnellsten und am einfachsten aus dem Flieger rauskommt, weil da ja diese Notausstiege sind. Und wenn du die direkt aufmachen kannst und raushüpfen, dann bist du halt am schnellsten draußen. Und das bringt dir was, wenn, so wie in diesem Fall, eben an der Stelle jetzt ein Loch entstanden ist. Das heißt, er musste nicht extra diesen Notausstieg, sofern es den bei der Maschine überhaupt gab, das ist auch nicht näher dokumentiert, er ist einfach durch das Loch geklettert. Das heißt, die kamen runter, krawumm, alle traumatisiert, alle erstmal geschockt,
Er war noch bei Bewusstsein, er hatte einen einigermaßen klaren Kopf, war soweit unverletzt, zumindest einigermaßen, ne? Also jedenfalls in der Lage, sich zu bewegen, in der Lage, normal zu agieren. Ob er ganz unverletzt war, wissen wir nicht. Das wusste er selber dann irgendwann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, neben ihm entsteht ein Loch. Das ist das Einzige, woran er sich erinnern kann. Wie das Loch entstanden ist, weiß er auch nicht mehr. Aber er schnallt sich ab, klettert aus diesem Loch und geistesgegenwärtig, und das ist der wesentliche Punkt, macht er zumindest in diesem Moment, in dieser Situation, erstmal das einzig Richtige. Und sowas möchte ich jetzt gerne als Survival-Szenario ansehen, beziehungsweise als Survival-Skill, der zumindest nach Meinung von Altmeister Survival in jede Survival-Ausbildung, in jedes hobbymäßig sich mit dem Survival beschäftigen, dazugehört, dass man sich eben auch ein bisschen mit der Philosophie der Überlebensfähigkeit beschäftigt, ja. Und das bedeutet, zunächst mal musst du, wenn du anderen helfen willst, in einer Notsituation erstmal dich selbst so weit in Sicherheit bringen. Das ist ja auch stinknormales, das, was man lernt, wenn man einen Kfz-Erste-Hilfe-Kurs, also das Ding für den Führerschein, keine Ahnung, wie der heißt, macht. Ja, da lernst du ja auch, bringen sie erstmal sich selber in Sicherheit und dann können sie mal gucken, ob sie jemandem helfen können. Und das ist auch gerade aus einer Survival-Sichtweise das Allerwichtigste, was man als allererstes machen muss, sich erstmal selbst so weit in eine stabile Lage versetzen, dass man zu weiterer Aktion überhaupt in der Lage ist. Und wenn da nebendran deine frisch Verlobte oder was auch immer sitzt, angenommen, das war jetzt in diesem Fall ja nicht so, das waren ja alles nur Militär, nur in Anführungszeichen, Kameraden also, Militärangehörige, aber trotzdem, auch der kannst du nicht helfen, wenn du anfängst, die jetzt erstmal da rauszerren zu wollen, bevor du selber überhaupt einen Überblick hast, was eigentlich los ist, ist das vielleicht nicht zwingend unbedingt sinnvoll. Von daher ist zumindest eine Reaktion, die man dann eben ganz schnell griff, so ins Instinkt sich eintrainiert oder unbewusst, einfach weil man der Typ dafür ist, haben muss, ist: bring dich erstmal selber in Sicherheit, danach kannst du weitersehen. Also klettert er aus diesem Loch, macht genau das. Und er ist auch schlau genug, jetzt nicht irgendwie davon zu torkeln und jetzt erstmal dazustehen und zu gucken, was ist da los, sondern er steigt aus dem Loch und rennt los wie ein Bekloppter, so schnell es ihm halt zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen ist. Und da kommt er ungefähr 20 Meter weit, soweit er es selber rekonstruieren kann. Genaues wissen wir nicht, es war niemand dabei, der es gesehen hätte, außer ihm selbst. Und in dem Moment explodiert hinter ihm der Flieger. Jetzt ist es dramatischerweise natürlich so, dass das jetzt niemand weiter überlebt haben kann, wenn der ganze Flieger hochgeht. Und Explosionen, anders als in Hollywood, sind was, wo man wirklich nicht allzu nah dran sein sollte, weil die Druckwelle, die schleudert einen nicht mal eben weg. Dann hat man hier ein bisschen Ruß und da einen kleinen Kratzer und dann steht man wieder auf und zieht seine Pistole und schießt noch dreimal ins Wrack. Sondern so eine Druckwelle neigt meistens dazu, dass einem die Lunge ja quasi zerfetzt wird, weil dieser Druck einfach unserem Luftsack, den wir da mit uns rumtragen, das macht den völlig platt. Ja, dann führt häufig zu einer völligen Zerstörung, nenne ich es jetzt einfach mal. Mir fällt gerade das schlaue Wort dazu nicht ein. Es war ein langer Tag, wie gesagt. Der Lunge. Haben wir so erlebt, ein paar Dörfer weiter bei uns hier im Tal. Ich hatte mal das sehr lehrreiche, wenn auch erschreckende Vergnügen in Anführungszeichen, mich mit Überlebenden der Bombennacht, die uns hier aufgrund von Industrie im drei Dörfer weiter, hat man Benzwerk, haben wir bis heute eigentlich, gar genau übrigens. Da kamen eben dann mal irgendwann eines Tages die Bomben, weil eben wegen der Industrie haben die Alliierten Bomben draufgeschmissen, um die Industrie halt eben platt zu machen. Die Bevölkerung wurde vorher noch gewarnt, es gab Flugblätter. Wir haben das Benzwerk nicht vergessen. Wir kommen morgen zum Mittagessen. Herzliche Grüße, die Alliierten. Das stand nicht drunter. Aber dieser Spruch war wirklich genau so. Wir haben das Benzwerk nicht vergessen. Wir kommen morgen zum Mittagessen. Das heißt, die Bevölkerung wusste Bescheid. Sie kamen auch pünktlich zum Mittagessen. Und einige waren, naja, in Anführungszeichen blöd genug,
sich im nahen Wald zu verstecken. Jetzt ist der Wald ein wunderbarer Ort, aber wenn es Bomben regnet, dann ist das nicht so wirklich hilfreich. Dann ist man besser irgendwo unter der Erde oder sonst wo, wo einen die Druckwelle, die von der Bombe resultiert, nichts anhaben kann. Und da haben einige Überlebende, damals Kinder, haben gesehen, wie den Leuten auf der Straße wirklich einfach die Druckwelle, wie sie die erwischt hat, dann sind die weggeflogen, schon so ein bisschen Hollywood-mäßig, aber keiner von denen ist wieder aufgestanden, weil halt durch die Druckwelle der Bombe denen die Lunge quasi zerfetzt worden ist. Kann man, glaube ich, so formulieren. Also das ist wirklich scheiße, wenn man in die Nähe einer großen Explosion kommt, beziehungsweise einfach tödlich. So, unser Nemia hat da Glück gehabt. Also Nachname, der Vorname, er hatte einen Vornamen, aber den kann ich nicht korrekt aussprechen. Also bleibe ich lieber beim Nachnamen in der Hoffnung, dass ich den wenigstens halbwegs korrekt wiedergebe. Ich schreibe es euch unten hin, der Vorname. Und der hat insofern Glück gehabt, dass er wirklich schon einigermaßen weit weg war von dem Flieger, die Explosion nicht ganz so gewaltig gewesen sein muss, dass er nur in Anführungszeichen von der Druckwelle zwar durchaus verwundet wurde und weit weggeschleudert und mit dem Kopf gegen einen Stein gehauen und war dann auch bewusstlos und hat vermutlich, im Bericht steht, nur schwere Kopfverletzungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für einen Schädelbasisbruch gereicht hat, aber was er genau hatte, das wissen wir nicht. Jedenfalls lag er eine Zeit lang im Koma, hat sich dann irgendwann wieder erholt, nachdem ganz Algerien für ihn gebetet hatte, so beschreibt er es zumindest, hatte er das Gefühl, dass das passiert ist und hat sich wieder vollständig erholt und ihm geht es heute einigermaßen, soweit ich weiß, hat er keine allzu starken bleibenden Schäden davon getragen. So, und jetzt ist das ein sehr, sehr kurzes Survival-Szenario im Grunde gewesen, aber trotzdem finde ich, dass es ein Survival-Szenario ist, weil eben dieser Grundgedanke, ich muss hier raus und jetzt mich erstmal in Sicherheit bringen und dann gucke ich mal, wie die Situation ist. Brennt hier irgendwas? Kann ich da wieder zurück und auf wen rausziehen? Kann ich vielleicht jetzt schon einen Notruf abschicken, was möglicherweise schneller geht, als dass die Blackbox oder das Flugradar oder wie auch immer man feststellt, ob ein Flieger abgestürzt ist oder nicht, zur heutigen Zeit, das ist nicht lange her, ne? 2014, da gab es also schon Internet etc., GPS und all den ganzen Krempel. Ja? Trotzdem, erste Idee, wirklich erstmal dich selber in Sicherheit bringen. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte dieser Flug jetzt null Überlebende, weil die Explosion innerhalb vom Flugzeug hätte er garantiert nicht überlebt. Und daher finde ich, ist das für mich Survival gewesen. Und was wir daraus ein Stück weit vielleicht lernen dürfen, ist das zu Survival, und das wird sehr gerne vergessen, ja, nicht unbedingt dazu gehört, einen 40 Kilo taktischen Rucksack in der Gegend rumzuschleifen, wo man jeden Scheiß drin hat, sondern in erster Linie, gerade wenn man alles verliert, und das kann ja mal passieren, dass man neben einem gewissen Skillset von einer Möglichkeit Feuerbohren, Trinkwasseransprache, eventuell Wissen über essbare Pflanzen, was heißt eventuell, das ist ganz, ganz wichtig, aber als allererstes auch, unbedingt auch, eine gewisse körperliche Grundfitness braucht. Wenn du eine schnelle Gefahr irgendwo gerade vor dir auftauchst, dann kannst du natürlich die richtige Pflanze pflücken und sie ihr entgegenhalten. Und sie wird mit Chlorophyllstrahlen die Gefahr abwehren. Und sollte das nicht funktionieren, dann rennst du am besten möglichst schnell weg. Und in diesem Fall gilt ja bekanntermaßen, ich muss nicht schneller als der Löwe sein, ich muss nur schneller sein als du. das ist was wirklich meiner Meinung nach bei all dem ganzen Survival-Krempel, den man im Internet so findet, viel zu kurz kommt, dass eine essentielle Eigenschaft jedes Survival-Trainings auch eine gewisse körperliche Fitness, was ich ja auch die letzten Jahre völlig vernachlässigt habe, dazugehört. Ja? Ganz, ganz entscheidend. Gerade in Deutschland, ich meine, was soll passieren? Du verläufst dich irgendwo im Wald. So, jetzt kannst du natürlich deinen taktischen 40-Kilo-Rucksack dabei haben und problemlos jetzt übernachten im Wald, nachdem du dich da erfolgreich verlaufen hast. Oder du läufst halt einfach die halbe Nacht weiter, weil du so fit bist, dass es für dich kein Problem ist, jetzt einfach die halbe Nacht noch weiter zu latschen, bis du dann halt doch mal irgendwo einen Bahnhof, ein Taxi, einen Bus oder was auch immer findest, mit dem du dann im besten Fall wieder nach Hause kommst, ohne irgendwen anders mit deiner Blödheit belästigt zu haben. Ja, natürlich kannst du auch zu irgendeinem Haus laufen und da klopfen. Ich bin ein Idiot und habe mich in Deutschland im Wald verlaufen. Können Sie mir ein Taxi rufen oder sowas in die Richtung. Also davon abgesehen ist mein Handy leer und muss man erstmal schaffen, sagen wir es mal so. Aber ich meine ja bloß, ja? Also eine gewisse körperliche Fitness ist wirklich, wirklich ein Riesenvorteil, wenn wir das jetzt mal auf Seven vs. Wild übertragen wollen. Wer hat da einen Riesenvorteil? Sicherlich der Flying Uwe, weil fit ist der garantiert.
oder in der Vergangenheit könnte das theoretisch auch für den Sascha nützlich gewesen sein, war es jetzt nicht. Habe ich es jedenfalls nicht erlebt, dass ihm das irgendwas gebracht hat, dass er den Knossi jonglieren kann, wenn er das will. Aber ja, gut, wie dem auch sei, das wäre jedenfalls unser Fall Nummer 1. Fitness hilft. Ja? So, Fall Nummer 2. Ist noch nicht lange her, machen wir einfach jetzt mal in der Reihenfolge weiter. Nämlich das Wunder von Kolumbien, wenn man es so nennen möchte, oder das Wunder aus dem Regenwald. Das hat diverse Überschriften bekommen und ich habe auch ein Video dazu gemacht gehabt, wo ich das ein bisschen näher beschrieben habe. Aber vielleicht, um es nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen und in diesem Kontext jetzt ein bisschen zu analysieren. Ist eine kleine Propellermaschine im Regenwald, ja mehr oder weniger Regenwald, von Kolumbien abgestürzt. Und das Ganze war 2023, wie gesagt, noch nicht lange her. Und darin saßen zunächst mal Indigene. Das ist deswegen wichtig, weil man dann grob ungefähr eine Vorstellung hat, warum die tatsächlich überlebt haben, weil sie eben wahrscheinlich deswegen, weil sie Indigene waren. Davon die Mutter der Kinder, ein Führer, ein Freund der Familie, jedenfalls ein erwachsener Mann, den die dabei hatten, plus ein Pilot. Und die sind da eben zusammen so abgestürzt, Pilot und Mutter. Mutter hat wohl noch eine Weile gelebt, Pilot war wohl relativ schnell tot, der Freund der Familie wahrscheinlich auch. Und soweit ich das jetzt noch gerade zusammenkriege, ne? Ich habe jetzt nämlich nicht nochmal mich in alle Details eingelesen. Aber die waren alle relativ schnell tot. Die Mutter hat, wie gesagt, noch eine Weile gelebt. Die Kinder sind noch eine Zeit lang bei der Mutter geblieben. Und die Mutter hätte den Kindern dann, bevor sie gestorben ist, wohl gesagt, dass sie sich alleine durchschlagen sollen, versuchen zurückzukommen, wohin auch immer. Hat in die Zivilisation vermutlich zurückzukommen und nicht hier am Wrack warten sollen. So, vielleicht war die Mutter zu diesem Zeitpunkt schon im Delirium, weil das ist eigentlich im Grunde genommen keine so wirklich gute Idee, zumindest nicht im Jahre 2023, wo wir dann doch meistens in der Lage sein dürften, auch ein kleines Flugzeugwrack, selbst im kolumbianischen Regenwald, irgendwann aufzuspüren. Betonung auf irgendwann. Tatsächlich hat es ziemlich lange gedauert, bis man überhaupt rausgefunden hat, wo der Flieger runtergekommen ist. Man hat es dann rausgefunden und insgesamt waren die Kinder 40 Tage lang im Dschungel auf sich allein gestellt. So, das Bemerkenswerte bei der Sache ist jetzt, erstens, es waren Kinder. Zweitens, es waren 4 davon. Das ist nicht unbedingt einfacher. Und das Krasse ist jetzt, die Älteste war, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 13. Die große Schwester. Und das jüngste Kind war ein Säugling. So, und das ist eine Leistung, wie es sie survival-technisch wahrscheinlich noch nie gegeben hat, von dieser 13-Jährigen, meiner Meinung nach, die es geschafft hat, ihre älteren jungen Geschwister sozusagen so weit zu disziplinieren, dass sie ihr geholfen haben, sich um das Baby zu kümmern. Sie hat Unterschlupf jede Nacht gefunden. Die haben unter anderem in hohlen Baumstämmen, die sie gefunden hat, übernachtet. Sie haben Wasser gefunden. Sie haben unter anderem aus Lianen getrunken. Sie hatten als Werkzeug zumindest mal eine Schere, womit sie Lianen abschneiden konnten. Da läuft dann Wasser raus. Das ist plus minus ziemlich gut gefiltert, weil das halt eben durch die Pflanzenwurzel gegangen ist. Und da kann eigentlich kein großer Schadstoff mehr drin sein. So habe ich das zumindest mal gelernt. Man möge mich korrigieren, wenn man es besser weiß. Aber meines Wissens ist das in Ordnung. Lianenwasser zu trinken. Und davon haben sie sich unter anderem getränkemäßig versorgt. Sie haben Früchte gegessen, die die 13-Jährige kannte. Die kannte also die einheimische Pflanzenwelt so weit, dass sie viele Nahrungspflanzen gefunden hat. Und haben es also damit wirklich geschafft, vergleichsweise problemlos das zu überstehen. Außerdem, da kommt ja noch ganz erschwerend, das ist jetzt gerade für ein Gruppenszenario hochgradig interessant, dazu, dass sie auch die Disziplin aufrechterhalten konnte. Dass sie mit ihren Geschwistern wirklich so weit auch im Reinen war und mit denen umgehen konnte, dass die nicht dazwischen geschossen haben. Und das sind ja Kinder. Ja? Sie hat sie auch motiviert bekommen, ein Stück weiter zu laufen. Jetzt sind die zwar zugegeben nicht furchtbar weit gekommen durch den völlig weglosen und komplett frei von irgendwelchen Annehmlichkeiten Regenwald, der unser eins innerhalb von 3 Tagen spätestens umbringen würde, inklusive Giftviecher, die es da gibt und so weiter und so weiter. Hat sie es da wirklich geschafft, eben auch die Motivation fürs Weiterlaufen für ihre jüngeren Geschwister zu kriegen. Wer mal mit kleineren Kindern, wo ich sage jetzt mal zwischen 6 und 10,
Also so klein sind sie dann ja auch schon wieder nicht mehr. Oder gar noch kleiner. Das ist auch nicht unbedingt einfacher. So 4, 5, 6, sowas um den Dreh. Mal versucht hat, die eine längere Strecke einfach durch die Gegend marschieren zu lassen. Der wird erlebt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Und das ist für Kinder furchtbar langweilig. Und die sind dann sofort müde. Und sie sind dann nicht mehr müde, sobald sie irgendeinen Stein finden, wo sie draufklettern können oder irgendwas anderes Besonderes. Und das macht ja auch irgendwo Spaß als Erwachsener. Aber die Strecken sind schon sehr schnell, sehr lang für kleine Beine. Und insbesondere, wenn es da nichts zu essen gibt. Also wirklich richtig massive Unterernährung. Nichts Gescheites zu trinken. Das Trauma der soeben gestorbenen Mutter, und das dürften alle Kinder gesehen haben, wie die Mutter gestorben ist, und sie hat ja auch noch tagelang gelitten. Das haben die Kinder auch gesehen. Und aus dieser Situation heraus, diese Leistung zu vollbringen, die Geschwister am Leben zu erhalten, also insbesondere habe ich große Hochachtung, man weiß, wie sie heißt, aber ich will auch dir heute noch nicht sagen, wie sie heißt, weil das immer noch Mädchen, denke ich, ne? Das ist jetzt noch erst ein Jahr her, also das immer noch Mädchen, die hat es verdient, dass man sie jetzt noch eine Weile in Ruhe lässt. Wenn sie mal irgendwann über diese Erlebnisse oder ihre Geschwister über diese Erlebnisse reden wollen, an die Öffentlichkeit treten wollen und da irgendwie, keine Ahnung, eine Social-Media-Karriere, das wäre ja durchaus möglich. Ja? Survival-Training bei der würde ich sofort machen. Absolut, ja, sofort. Aber ja. Wenn sie das wollen, schön. Wenn nicht, wenn sie lieber, eben, es sind ja Indigene von der Abstammung her, wenn sie lieber weiter ihr, ja, ich sag mal, ein bisschen alternatives Leben führen wollen, dann ist das selbstverständlich auch völlig in Ordnung und das ist ihr gutes Recht und das sollen sie doch bitte auch weiterhin dürfen. Daher möchte ich da auch gar nicht zu viel auf das Privatleben von denen eingehen. Aber 40 Tage, das ist Wahnsinn. Ja, da kann man sich, das ist auch so lange, dass man wirklich unbedingt Nahrung finden muss unterwegs, insbesondere als Kind, und das werden bestimmt keine dicken Kinder gewesen sein, ist das unglaublich, dass die das so lange geschafft haben. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, nach x Tagen, ich weiß nicht, seit 14 oder sowas, wurden dann auch Care-Pakete im Wald abgeworfen, weil man mitbekommen hat, die Kinder könnten noch am Leben sein. Man hat angegessen am Absturzort selber, wo die Kinder ja schon nicht mehr waren, hat man angegessen Früchte und Ähnliches gefunden, was dann darauf, sorry meine Frau, das ist wichtig, da muss man mal kurz gucken aufs Telefon. Dann muss man ja davon ausgehen, dass die Kinder offensichtlich noch am Leben sind, wenn da Früchte rumliegen und derlei Krempel, angebissene, offensichtlich menschlich angebissene, und man hat auch irgendwie die weggeworfenen Smartphones, nachdem die endgültig leer waren, gefunden, irgend sowas in die Richtung. Und dann haben sie eben sehr, sehr lange gebraucht, um die Kinder zu finden, haben auch Tonbandaufnahmen abgespielt, vom Vater eingesprochen, meines Wissens, dass sie da bleiben sollen, wo sie sind und sie dann bestimmt bald gefunden werden und sie nicht weiter rumlaufen sollen. Und früher, irgendwann hat man sie dann gefunden. Also da hat man sie dann sozusagen eingeholt und konnten dann erfolgreich gerettet werden, ohne bleibende Schäden bei gar keinem der Kinder. Sie waren alle ein bisschen unterernährt, aber das ist auch schon alles. Also eine sensationelle Leistung, auf einem Niveau, wie es das meiner Meinung nach so noch nie gegeben hat. Natürlich kam den Kindern sicher zugute, dass sie den Absturz wirklich unbeschadet überstanden haben. Die waren, wenn überhaupt, dann nur minimal, ein paar Mini-Schürfwunden oder irgendwie sowas verletzt. Und alles richtig gemacht. Und in dieser speziellen Gruppendynamik mit der älteren Schwester, die ganz offensichtlich das Sagen hatte, wo das auch niemand in Frage gestellt hat und sie die Erfahrene war. Und ja, bei Gruppenszenarien ist es sicherlich immer besonders wichtig, dass jeder weiß, was die eigenen Fähigkeiten sind und sich selbst an der entsprechenden Position in der Gruppendynamik so gut einbringt, wie das halt eben die entsprechende Position erfordert, sage ich jetzt mal. Soll heißen, wenn wir eine klare Hierarchie haben und sich alle dran halten, dann klappt das auch einigermaßen. Also Beispiel, 5 irgendwelche Personen, völlig willkürlich, sagen wir mal ein Förster, der nebenbei noch Survival-Techniken trainiert hat. Ja? Ein Arzt, ein Banker, von mir aus eine Psychologin und eine Versicherungsfachangestellte landen irgendwo in der Wildnis, weil sie damit
von Aliens entführt und da ausgesetzt worden sind. So, und wenn jetzt zum Beispiel die Versicherungsfachangestellte handwerklich so überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat, aber viel Sport macht in ihrer Freizeit, ja, und beispielsweise jetzt der Förster mit Survival-Kenntnissen zufällig auch eine Fußballmannschaft trainiert und daher ein bisschen Ahnung hat, wie man eine Gruppe grob managt und so weiter und so fort. Dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dass der Survival-erfahrene Förster auf die Idee kommt, die Versicherungsfachangestellte, ist ja auch egal, weil die ja so fit ist, halt dann eben Aufgaben zu geben, wo sie ihre Fitness sinnvoll einsetzen kann und ihr nicht zwingen, jetzt irgendwas zu geben, was sie nicht kann, wenn sie zum Beispiel handwerklich eine ziemliche Flachpfeife ist, so wie ich, dann wäre es jetzt keine so richtig tolle Idee, sie jetzt allzu intensiv dafür einzusetzen, ein Shelter zu bauen. Weil vielleicht kann sie das ja eventuell so gerade so, aber möglicherweise ist ja der Metzgermeister, ich habe vergessen, welche Berufe wir genommen haben, ist auch egal, aber der ist vielleicht handwerklich erheblich begabter und kann problemlos eine viel, viel bessere Hütte bauen und macht das am besten alleine, weil jeder von uns hat schon mal erlebt, bei irgendeiner Tätigkeit, wo wir selbst gut sind und jemand wollte uns helfen, vielleicht ein Kind, vielleicht einfach irgendein unqualifizierter Erwachsener, ist ja völlig egal, dass die Hilfe mehr Schaden anrichtet, als dass sie hilft. Ja, weil, ja, manchmal ist Hilfe halt nicht hilfreich. Kennt jeder, ja. Und dann könnte man jetzt eben beispielsweise diese fitte Person auf den nächsten Berg steigen lassen, weil sie da relativ easy peasy hochkommt, weil sie dann mit ihrem durchtrainierten, kalorieneffizient arbeitenden Körper auch halbwegs kalorienschonend hochkommt. Wenn du da jetzt so einen, keine Ahnung, 250 Kilo Mann den Berg hochkeuchen lassen möchtest, der aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, der Metzgermeister wiegt 250 Kilo, nicht nur Muskeln. Und der ist aber trotzdem super im Lagerbau, ja, tipptopp, perfekter Handwerker, super. Soll er das machen, ihn auf den Berg steigen zu lassen, um die Umgebung zu erkunden, ist eine blöde Idee. Das kannst du dann die Bankfachangestellte, Versicherungsfachangestellte machen lassen und die eignet sich dafür vielleicht ganz gut. Naja, abgesehen davon, dass sie dann auch noch einen gewissen Orientierungssinn vielleicht haben sollte, nehmen wir mal einfach an, das hat sie. Oder sie nimmt halt noch wen anders mit, übernimmt quasi so die führende Rolle in der Wegfindung, in der sportlichen Komponente und schleift irgend so einen bebrillten Nerd, einen Geografiestudenten, hinterher, der mit Mühe und Not auch auf den Berg hochkommt, aber von da oben dann sofort einordnen kann, was ist hier wo, was für Landschaftstypen gibt es hier, was haben wir da hinten für einen Stein. Geografie und Geologie studiert er am besten. Und dann anhand der Geomorphologie, das Erscheinungsbild der Erdoberfläche und des Reliefs der Landschaft, da irgendwelche wesentlichen Informationen rausziehen kann. Ne? So, und in der Zwischenzeit, wie gesagt, der Förster, der mit der Fußballmannschaft und der Survival-Erfahrung wird dann von allen, weil er halt vielleicht auch schon ein bisschen älter ist als die anderen, beispielsweise mehr Lebenserfahrung hat und so weiter und so fort, klaglos als Leiter der Gruppe in Anführungszeichen akzeptiert. Und wenn derjenige, der sich am besten auskennt, das Sagen hat, das ist dann für so eine Gruppe im Regelfall eine gar nicht mal so schlechte Angelegenheit. Ja? Es ist reiner Zufall, dass es zufällig ausgerechnet ein Förster ist. wie auch immer. Wenn das so läuft, alles super. Wenn in der Gruppe hingegen vier Individualisten, die von Gruppenarbeit keine Ahnung haben, drin hocken und jeder von denen denkt, er weiß es am besten, keiner tut es, aber alle denken es, dann ist das eine hochgradig schwierige Angelegenheit. Dann wären die zu vier jeweils einzeln wahrscheinlich wirklich besser dran. Dann würde eine nützliche Gruppendynamik so gar nicht entstehen. Grundsätzlich ist es ja so, je nach Gegend, wo man sich befindet, ist so ziemlich jeder, egal ob er überhaupt keine Fähigkeiten, die für ein Survival-Szenario offensichtlich nützlich wären, wie herausragende Navigationsfähigkeiten, umfassendes Pflanzenwissen, Jäger zu sein, keine Ahnung, super fit, ne? Das ist ja immer nicht verkehrt, wie wir schon gehört haben beim Wegrennen vom Flugzeug und solche Späßen. Wenn da jemand dabei ist, der nichts davon hat, der wirklich so ein sicher hervorragende Fähigkeiten in irgendeinem Bereich, zum Beispiel ein großartiger Mathematiker, ja? Den können wir jetzt draußen in der Natur so in diesem Szenario jetzt vermutlich erstmal nicht wirklich brauchen. Also zumindest nicht als Mathematiker. So. Und selbst den kann man in vielen Fällen, wenn der dann wenigstens bereit ist zu akzeptieren, dass er hier mit seinen individuellen Fähigkeiten, obwohl er trotzdem ein toller Mensch sein kann und wir ihn auch trotzdem lieb haben, bitte, hoffentlich, ja, es gehört dazu, alle lieb haben in der Gruppe, trotzdem, wenn der erkennt,
dass er sich nur dafür eignet, irgendwelche Nüsschen aufzuknacken oder Samen aus Zapfen zu pulen oder irgend sowas in die Richtung, was jeder kann, was wirklich nicht schwierig ist, was eine reine Fleißaufgabe ist, die einfach gemacht werden muss, wo dann mit der Zeit sicherlich auch besser wird und dann schneller Samen aus Zapfen pult als alle anderen und so weiter, dann hat der seine Daseinsberechtigung und kann ein nützliches Glied der Gruppe sein und seinen Teil der Nahrung, die die Gruppe als Gruppe auftreiben kann, durchaus wert sein. Aber wenn der gleiche Typ jetzt denkt, er wäre zum Anführer geboren, obwohl er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber trotzdem davon überzeugt ist, dass er zum Anführer geboren ist, so Leute gibt es ja bekanntermaßen, dann ist das extrem kontraproduktiv und dann wird das saumäßig schwierig. Und wenn wir nur einen von der Sorte in unserer kleinen Gruppe drin haben, dann versaut er die Dynamik für die gesamte Gruppe, weil der eigentlich zum Anführer Qualifizierte nicht wirklich den Anführer machen kann. Und selbst wenn er den Anführer machen kann, dann muss er sich zwischendrin immer wieder damit rumärgern, dass der Idiot, den sie leider auch in dem Team haben, irgendwie jedes Mal wieder gebremst werden muss und gemanagt werden muss, halt nicht ganz so idiotisch zu sein, sozusagen. Da geht enorm viel Energie, Zeit, Ressourcen flöten und vielleicht weigert sich der Typ, auch wenn er nur eben, wie gesagt, Samen aus Zapfen so rum rauspulen kann, qualifikationsmäßig, weigert sich dann das zu tun, weil er gefälligst eine wichtigere Aufgabe haben möchte und du musst ihn jagen schicken. So, und jetzt geht er jagen und fällt in irgendein Loch und bricht sich da irgendwas und jammer, jammer, und dann kommt der Rest der Gruppe und zieht ihn da raus und dann liegt er mit gebrochenem Bein im Lager und jammert die ganze Zeit und ist noch nutzloser, als er vorher war. Ja, also das ist jetzt böse natürlich, aber sowas kann passieren. Es ist halt realistisch, dass du, wenn du mit einer wild zusammengewürfelten Gruppe, jetzt ist Seven vs. Wild ja ausgewählt, aber dass da eben auch Leute dabei sind, die wohl möglich, auch wenn sie, ja, keine Survival-Erfahrung haben und trotzdem denken, sie müssen wichtig sein. Ja? Oder eine leitende Funktion in der Gruppendynamik übernehmen, obwohl sie dafür eigentlich keine Qualifikation mitbringen. Beispiel, eine Julia Butix, das mag eine absolut, da bin ich mir auch sicher, das mag eine wirklich taffe junge Frau sein. Und die ist offensichtlich hervorragend darin, Menschenmassen so weit zu unterhalten, dass die begeistert von dem Zeug sind, was sie so tut. Sie ist auch bestimmt nicht die allermieseste Schauspielerin. Fand ich eigentlich immer ganz witzig, was ich von ihr bisher so gesehen habe. Und es sind alles tolle Eigenschaften, ja, keine Frage. Bringt einen im normalen Leben weiter. Hilft in einem Survival-Szenario erstmal wenig. Wobei, nicht mal unbedingt. Manchmal sind Dinge nützlich für Survival-Szenarien, bei denen man gar nicht vermuten würde, dass sie nützlich sind, wie zum Beispiel lustig zu sein. Also zum Beispiel Selfie-Sandra, wenn die dann von allen anderen Anwesenden als lustig anerkannt wird, dann wäre es für die Gruppenmoral beispielsweise außerordentlich hilfreich, dass die lustig ist. Das hebt die Moral, das hilft. Ja? Weil wenn du in einer Situation steckst, wo es wirklich unangenehm wird, selbst wenn du weißt, dass du nach 14 Tagen rausgeholt wirst und letzten Endes alles nur ein Spiel in Anführungszeichen ist, kann es sein, wenn es kalt wird, wenn es regnet, wenn alles kacke ist und dann ist auch noch dunkel, dass da die Moral, gerade bei jemandem, der das nicht ganz so sehr gewöhnt ist, so eher so Richtung Keller tendiert. Das passiert mir auch, ja? Wenn ich tagelang Regenwetter auf Natur erlebe und müde bin und das Essen brennt an zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Das kann ja mal passieren. Und dann ist die Moral wirklich erstmal im Keller und da muss man sich selber wieder aufbauen. Ganz besonders, wenn man alleine unterwegs ist, ist das dann gar nicht so einfach. Und in der Gruppe kann das entweder sehr hilfreich sein, dass man eine Gruppe hat, oder alles noch schlimmer machen, wenn die anderen dann auch noch motzen, dass dir zum Beispiel das Essen angebrannt ist oder du ein schlechtes Gewissen hast. Selbst wenn sie nicht motzen, hast du trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil nicht nur dir, sondern auch allen anderen das Essen angebrannt ist. Und das macht die Sache dann wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert, ne? Ich spreche aus Erfahrung. Ne? Ich habe auch Jugendgruppen mal geleitet, zweimal auf Trekkingtour. Einmal Schottland, einmal Schweden. Und muss sagen, das war nicht immer einfach. Ja? Es war eine Erfahrung wert. Und heute würde ich es besser hinkriegen. Damals habe ich viele Fehler gemacht, viel dummes Zeug angestellt. Und Dinge, auf die ich wirklich nicht stolz bin,
aber aus heutiger Sicht viel daraus gelernt und vor allen Dingen eben, wie schwierig das ist, so verschiedene Charaktere in so einer Gruppe hinzubekommen, wenn du jetzt der Gruppenleiter sein sollst, musst, auf dem Papier eben bist, weil das so bestimmt ist. Du aber vielleicht in deinem, ja, jugendlich ist übertrieben, aber in deinem jungen Leichtsinn nicht alle Eigenschaften mitbringst, die einen guten Gruppenleiter ausmachen. Und dass die anderen merken und dann eben Widerwille gegen die Tatsache, wer hier der Gruppenleiter ist, sich formiert. Auch wenn der Gruppenleiter fachlich qualifiziert ist und sich auskennt draußen, das war nicht das Problem, aber dann halt in sozialen Belangen sein Humor zum Beispiel allein nicht verstanden wird. Ne? Ich hatte zum Beispiel, das ist wirklich aus Sicht der Gruppenpädagogik, wirklich ein absolutes No-Go, würde mir jeder sagen, der das mal gelernt hat, aber ich fand das damals lustig, einen Lieblingsteilnehmer des Tages zu küren. Und das ist wirklich keine gute Idee. Das führt dann nur zu Scheiße, weil dann mehrfach dieselbe Person Lieblingsteilnehmer des Tages ist und ich es noch nicht mal geschafft habe, dass das jeder mal geworden ist, sondern einzelne Leute halt einfach nie und die wirklich so ein Stück weit, darf man es schon Mobbing nennen? Weiß ich nicht. Es war jedenfalls nicht böse gemeint und ich glaube, ganz so schlimm habe ich es auch nicht übertrieben. Aber aus heutiger Sicht war das definitiv eine ganz, 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 ganz blöde Idee. Das braucht ihr mir auch nicht in die Kommentare schreiben. Danke, das weiß ich schon selber. Man wird ja älter und weniger doof. Ja? Also manche von uns, nicht jeder, nicht jeder. Gut, so viel dazu. Das war Beispiel die vier Kinder in Kolumbien. Dann hätten wir jetzt mal das Ding, das kein Flugzeug gewesen ist, nämlich der Fall der Seehundmann. Ha? Da ging es darum, dass Laugi, so darf man ihn glaube ich abkürzen, weil seinen Vor- oder Nachnamen kann kein Mensch, der nicht Isländisch spricht, korrekt aussprechen. Ich schreibe ihn aber mal unten hin. Ich habe es mal versucht, mir in Lautschrift irgendwie übersetzen zu lassen, aber ich bin daran gescheitert. Ich bin nicht in der Lage, halbwegs authentisch Isländisch auszusprechen. Selbst der Eyjafjallajökull ist bei mir sicherlich auch irgendwie ziemlich falsch und den habe ich noch ein bisschen geübt und den übe ich deutlich länger als den vollen Namen von Laugi. Ja, jedenfalls Laugi war Fischer, Schleppnetzfischer vor Island, war er sein Leben lang, das war halt einfach sein Beruf. Genau genommen nicht nur für Island, sondern von einer kleinen vorgelagerten Insel, deren Name ich mir jetzt leider auch wieder nicht aufgeschrieben habe, daher fällt er mir nicht ein. Aber da waren die also regelmäßig draußen mit ihrem Fischkutter, will ich es nicht nennen, mit ihrem Fischerboot und haben eben versucht, jede Menge Fisch ranzubringen, weil sie davon halt eben gelebt haben. Ein harter Job, Knochenarbeit, bei niedrigen Temperaturen, im Salzwasser unterwegs, selbst wenn die Boote in Dieselantrieb oder mit was auch immer, Schiffsdiesel, ja klar, mit sowas in die Richtung unterwegs waren. Es gab da auch ein kleines Kajütchen, sie hatten einen Koch dabei, der hat ein bisschen vor Essen gesorgt, aber trotzdem immer Knochenarbeit gewesen zu der Zeit. Das Ganze war im Jahre, ich glaube 83, meine ich, sowas um den Dreh. Plus minus, das habe ich mir jetzt leider wieder nicht aufgeschrieben. Es gibt da übrigens auch einen Film zu namens The Deep. Nicht zu verwechseln mit jedem anderen Film, der The Deep heißt. Gemeint ist halt der, wo ein Fischer ins Wasser fällt. Ne? So mehr oder weniger. So. Und da waren sie also draußen und je nach Variante wird es ein Sturm gewesen sein, wird es die Tatsache gewesen sein, dass sich ihr Schleppnetz irgendwo verfangen hat und sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, das Netz wieder loszubekommen. Und durch das Netz und die Tatsache, dass ihre Winde, die das Netz einzieht, irgendwie geklemmt hat und zumindest wird es im Film so dargestellt, wie das wirklich gewesen ist, das wissen wir nicht, das ist aber für uns nicht so relevant, dass das Schiff dann gekentert ist. Das hat sich also quasi selber im eigenen Netz sozusagen umgeworfen. Daraufhin war es eine Fünf-Mann-Besatzung, zumindest laut den offiziellen Quellen. Ich glaube, im Film waren es 6. Und bei den 5 Mann haben es 2 gar nicht erst an Deck geschafft, beziehungsweise sind nicht aus dem Schiff rausgekommen, waren halt irgendwo im Inneren. Das Ding ist gekippt, Wasser dringt ein, du kommst dann so eine Luke nicht mehr hochgeschwommen, wenn da das Wasser mit riesiger Gewalt reinschießt. Das ist wie bei den Flugkatastrophen, wo man sich auf keinen Fall im Keller befinden darf, weil wenn das Wasser in den Keller schießt, dann kommst du die Kellertreppe halt nicht mehr hoch und ertrinkst dann im schlimmsten Fall im Keller. Das ist ja leider durchaus ein paar Mal vorgekommen jetzt in den letzten Jahren bei diversen Flutkatastrophen, die wir hatten. So funktioniert das
auch beim Schiff, wenn das kentert, dann passiert genau dasselbe und dann kommt man da nicht mehr raus, wenn man im Inneren ist. Drei haben es, darunter auch der Kapitän, geschafft, auf den Kiel des Schiffes noch einigermaßen Schutz zu suchen, nachdem das komplette Schiff sich dann irgendwann so weit gedreht hat, dass es halt Kiel nach oben gelegen hat. Und auf dem Kiel saßen sie dann, beziehungsweise hingen halb im Wasser, saßen halb auf dem Kiel, hingen halb auf dem Kiel und war natürlich zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig durchnässt. So, jetzt muss man wissen, die Lufttemperatur betrug zu dem Zeitpunkt sowas um die 2 Grad, nach manchen Quellen auch minus 2 Grad. Das variiert ein bisschen, war jedenfalls saukalt. Wassertemperatur, das wissen wir, war 5 Grad. Das dürfte ziemlich genau dokumentiert sein, da sind sich die meisten Quellen auch einig. Also zwischen 4 und minus 1 Grad Lufttemperatur, Wassertemperatur immer 5 Grad. So. 5 Grad Wassertemperatur, es gibt da diese Faustformel, wenn du in eisiges Wasser fällst mit Klamotten vom Schiff, zum Beispiel so einer Titanic oder sowas und nicht gerade eine Tür zur Hand hast, auf die du dich retten kannst. Übrigens, die Tür, auf der sich Rose gerettet hat im Titanic-Film, die dürfte, sofern sie dann aus echtem Holz gewesen ist, auf keinen Fall genügend Auftrieb gehabt haben, um allein schon eine Rose auf der Tür zu halten und dass der Jack nicht auch noch Platz auf der Tür hatte. Naja, Platz wäre vielleicht genug gewesen, aber auf jeden Fall nicht genügend Auftrieb, dass die Tür dann noch geschwommen wäre. Von daher ist es realistisch, dass der Jack nicht auch noch auf die Tür dort drauf durfte. Also ich denke, jeder von uns hat mal Titanic gesehen, oder? Ich spoilere jetzt, aber ich denke, ja, da kann man mit leben. Sprich, allein schon mit Rose drauf hätte die Tür eigentlich untergehen sollen. Mit Jack drauf und Rose wäre sie mit Sicherheit untergegangen. Das hängt davon ab, wie leicht das Holz ist. Je leichter das Holz, beispielsweise Balsaholz, eines der leichtesten Hölzer des Planeten, hat einen enormen Auftrieb und funktioniert wirklich wie ein großer Korken, wenn du das ins Wasser schmeißt. Da kannst du also vergleichsweise viel Gewicht draufladen, bis Balsaholz so weit unter Wasser gedrückt wird, dass du quasi nass wirst, wenn du dir ein Balsaholzfloß baust. Baust du hingegen dein Floß zum Beispiel aus sehr langsam gewachsener, enorm dichter Eiche, dann hat Eichenholz fast überhaupt keinen Auftrieb und es soll auch schon Eichenhölzer gegeben haben und zum Beispiel auch angeblich Hainbuchenstücke, einzelne vereinzelte, die besonders langsam und dicht gewachsen sind, dass die gar nicht schwimmen konnten. Insbesondere auch bei Tropenhölzern, berichtet zum Beispiel auch Rüdiger Neberg, haben sie mal ein tolles Floß zusammengebaut, waren aber dumm genug, vorher nicht mal einen Ast von dem entsprechenden Holz ins Wasser zu schmeißen und zu gucken, ob der überhaupt schwimmt, weil ihr Floß hat dann erfolgreich nicht geschwommen, weil es halt aus zu dichtem Holz gewesen ist. Es gibt da eine magische Grenze, ich weiß sie nicht mehr auswendig, wie die Holzdichte sein muss, damit das Holz überhaupt noch schwimmt. Ich meine, es wäre das Gramm pro Kubikzentimeter gewesen. Ja, wenn es da drüber ist, geht es sowieso unter und alles, was es unter einem Gramm pro Kubikzentimeter hat, das sorgt für einen gewissen Auftrieb. Wenn das aber jetzt zum Beispiel 900 Milligramm pro Kubikzentimeter hat, dann kann es zusätzlich pro Kubikzentimeter Holz, den du da ins Wasser geschmissen hast, halt gerade mal 100 Milligramm an zusätzlichem Auftrieb bieten. Soll heißen, du schmeißt da, sagen wir mal, einen Kubikmeter rein, dann wiegt der 900 Kilo und hat 100 Kilo zusätzlichen Auftrieb, bis die Tonne voll ist, mit der er untergehen würde. Jetzt musst du einen Kubikmeter Holz erstmal zusammenkriegen, den du da ins Wasser reinschmeißt. Und dann dürftest du noch bitte nach Möglichkeit weniger als 100 Kilo wiegen, weil sonst gehst du wieder unter. Und wenn du tatsächlich exakt 100 Kilo wiegst, dann klebst du genau auf der Wasseroberfläche sozusagen. Kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das sind so Pi mal Daumenzahlen. Das nur mal so am Rande angemerkt, falls ihr mal auf die Idee kommt, euch ein Floß bauen zu wollen. Jedenfalls, übrigens Fichtenholz hat so 450 Kilo, wenn es dann trocken ist, pro Kubikmeter. Also mit Fichtenholz kann man zum Beispiel ein ganz gutes Floß bauen. Buche oder Eiche wäre ein bisschen schwierig. Das ist dann schon bei 650, 700. Eiche hat man auch schon mit 800 welche gesehen. Also da muss man schon viel Eichenholz nehmen, damit man eben genügend Auftrieb bekommt, dass man da dann 200 Kilo Mensch oder zwei Menschen zum Beispiel noch draufschmeißen kann, etc. pp. So, also jedenfalls die Kameraden auf dem Schiff
hocken jetzt auf dem Kiel und hängen im Eiswasser. Und beim im Eiswasser so rumhängen, also sehr kaltem Wasser, Wasser erreicht ja die 0 Grad normalerweise nicht, weil sonst ist es Eis. Und im Seewasser, also sprich Salzwasser, sowieso auch ganz selten, dass das mal eben gefriert. Da muss es schon verdammt kalt in der Umgebung sein, damit das überhaupt passiert. Ist ja ein großes Problem in der Arktis, dass die nicht mehr so richtig zufriert, wie das früher gewesen ist, weil es einfach zu warm ist inzwischen. Und viele Lebensarten und Lebensweisen, sowohl bei Tier als auch bei Inuit, wer halt in der Arktis lebt, funktionieren nicht mehr so richtig, weil es nicht mehr kalt genug ist. Nichtsdestotrotz, 5 Grad oder 4 Grad Wassertemperatur, da gibt es dann diese lustige Faustformel. Pro Grad, dass das Wasser warm ist, hältst du eine Minute als Otto-Normalverbraucher da drin aus, bevor du untergehst, weil du einfach Muskelversagen etc., Hirnversagen, bla bla bla, Halluzinationen und so weiter bekommst und dann dumme Entscheidungen triffst und dann wahrscheinlich untergehst. Heißt, bei 5 Grad ungefähr 5 Minuten. Spätestens dann solltest du gucken, dass du da wieder rauskommst, weil in der 6. Minute fängst du an, dummes Zeug zu machen und in der 7. oder 8. gehst du dann wahrscheinlich irgendwann unter. Je nach Typ, sehr, sehr unterschiedlich. Theoretisch kann ein trainierter und das Ganze gewöhnter menschlicher Körper das so 20 bis maximal 30 Minuten aushalten. Wenn er, wie gesagt, da jetzt nicht überraschend reinfällt und ungefähr weiß, was er tut und da irgendwie drauf vorbereitet ist. Ne? Also der Metabolismus sich auch ein wenig angepasst hat. So hat man früher jedenfalls immer gesagt. So, und jetzt haben wir also unsere drei Kollegen, die da im Eiswasser hängen. Sie hängen da schon eine ganze Weile. Dem ersten wird schon sehr, sehr, sehr kalt. Zumindest ist das im Film, aber der Film ist sehr realistisch, im Film so dargestellt, dass dem schon sehr, sehr kalt wird und er geht mehr oder weniger unter und rutscht dann einfach vom Kiel runter und verschwindet in den Tiefen und schläft ein. Jetzt ist Erfrieren sicherlich nicht der grausamste Tod, den man so erleiden kann. Im Regelfall schläft man dabei wirklich so in etwa einfach ein, wird ohnmächtig. Könnte sein, also keiner kann berichten, ob wie es gewesen ist, ne? Aber könnte sein, dass das einer der angenehmeren Tode, die man so sterben kann, ist. Ist jedenfalls besser als Verbrennen oder sowas in die Richtung. Ne? Und ja, auf dem Wege war der erste weg. Die zwei anderen, nämlich der Kapitän meines Wissens, ja, bin mir nicht sicher, ob es der Kapitän war, und unser Laugi beschließen, ans Ufer zu schwimmen. Sie wissen zwar nicht genau, wo das ist, aber hier zu bleiben bringt ja nichts. Die Küstenwache konnten sie nicht mehr aktuell alarmieren, weil das zu schnell ging mit dem Unfall. Da war auch also keine Möglichkeit, vorher einen Notruf abzuschicken. Und aber die Küstenwache sollte demnächst mal anrufen, also sie anfunken und einfach eine Meldung machen und gucken, ob sie reagieren. Wenn sie nicht reagieren, fahren sie raus und suchen sie. Das war also so ein Stück weit noch die Hoffnung, da die Meldung bald fällig ist und dann ja logischerweise nicht kommt, weil das Schiff gerade gesunken ist oder so gut wie gesunken ist, wäre dann die Küstenwache unterwegs. Und so lange wollten sie durchhalten und halt, um sich sozusagen auch warm zu halten, war wohl auch die Idee, versuchen Richtung Küste zu schwimmen, die ein paar Meilen weit weg ist. Wie weit genau, das weiß ich nicht, das ist jetzt nicht genau überliefert, aber jedenfalls schwimmen sie los. Kurze Zeit, nachdem sie losgeschwommen sind, passiert beim zweiten Schwimmer, also nicht bei Laugi, sondern beim zweiten Schwimmer, das, was nun mal passiert, wenn man in Eiswasser rumschwimmt, nämlich dem wird kalt, kälter und kälter, er wird müder und müder, er kann nicht mehr, er geht unter und ertrinkt, beziehungsweise erfriert und ertrinkt, was dann sowieso schon egal ist. Aber daraufhin beschließt Laugi, der ist inzwischen übrigens isländischer Nationalheld, völlig zu Recht, wie ich finde, weiter zu schwimmen. Und das macht er. Und er spricht unterwegs mit den Möwen und macht sich Gedanken, was er alles anstellt, wenn er daheim ist und was er zuerst machen wird, wenn er endlich aus dem kalten Wasser raus ist, und schwimmt weiter. Und spricht wohl weiter mit den Möwen, sieht unterwegs ein Schiff, ruft sie auch an, dass sie ihn bitte einsammeln mögen. Im Film stellen sie es so dar, und das halte ich für durchaus gar nicht mal so unplausibel, dass das Schiff, dass er erkennt als Fischer, dass um diese Uhrzeit ein Schiff, das in diese Richtung fährt, relativ zielgerichtet und relativ flott, offensichtlich nach Hause in den Hafen möchte, und nutzt das als Richtunganzeige. Es war Nacht, als er geschwommen ist, um rauszufinden, in welche Richtung er überhaupt schwimmen muss. Weil als so ein hoher Kopf, der aus dem Wasser, ne, da haben wir Wasser, rausragt, hast du nun mal nicht gerade eine dolle Rundumsicht, um die nächste Insel zu sehen, und die Sichtweite, die man als Kopf, der aus dem Wasser ragt, eben hat auf dem Meer,
die ist sehr bescheiden, insbesondere wenn da noch Wellen dazukommen und du gerade im Wellental und so weiter und so fort bist. Also zumindest muss er irgendwann mal zwischendrin kaum eine Chance gehabt haben zu wissen, wo eigentlich die Heimatinsel ist. Und jetzt kommt beim normalen Menschen, und ich sage, betone wirklich bei einem normalen Menschen ja jetzt dazu, dass durch die Kälte sehr schnell Halluzinationen auftreten und man beginnt sehr dumme Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, ach, ich lege mich hier einfach mal einen Moment hin und mache ein kleines Nickerchen, dann geht es mir bestimmt besser. Und das ist dann das letzte Nickerchen, was man macht. Daher ist Erfrieren allgemein als schöner Tod, vergleichsweise schöner Tod angesehen, weil eben viele Erfrierende von anderen Leuten, die nebendran waren, die also Zeugen des Erfrierens wurden sozusagen, eben gesehen haben, dass die in einer relativ glücklichen Situation mit ihrer Situation soweit einverstanden, in Halluzinationen, aber das ist ja egal, zumindest leiden die in dem Moment nicht, beschließen sich irgendwo hinzulegen und einfach ein Nickerchen zu machen. Ja, so auch wahrscheinlich mit den anderen, die mit den zwei anderen, bei denen Laugi miterleben durfte, wie sie gestorben sind, ähnlich abgelaufen. Zumindest, wie gesagt, im Film wird das so dargestellt. So, und Laugi schwimmt weiter und merkt eben anhand des Schiffes, anhand der Möwen, ungefähr schätzt er vollkommen richtig, er trifft nur richtige Entscheidungen, nicht eine falsche, fatale, sondern nur richtige Entscheidungen, was in dieser Situation einfach unglaublich unrealistisch und nie da gewesen, hat sich auch nie wieder wiederholt, etwas derartiges, trifft er nur richtige Entscheidungen und findet den Weg in Richtung seiner Heimatinsel und schwimmt da drauf zu und das Ganze je nach Quelle 6 Stunden lang. Ja, es gibt Berichte, dass er 3 Stunden im Wasser war, es gibt Berichte, dass er 6 Stunden im Wasser war. Was davon stimmt, wissen wir nicht. Beides ist eine übermenschliche Leistung, die so eigentlich zum damaligen Stand der Forschung völlig unmöglich ist. Und das geht nicht, das kann ein Mensch nicht machen, das geht nicht. Ja? So, und an dieser Stelle muss ich erstmal den Akku wechseln. Er schafft es dann schließlich, an der Küste anzukommen von seiner Heimatinsel. Auch wirklich, wie gesagt, sehr schwierig zu sagen, wie er es geschafft hat, dahin zu navigieren. Irgendwann wird es eine Art Leuchtturm oder sowas gegeben haben, aber sensationell. So, das Problem ist, da seine Insel eine Steilküste hat, ist bei isländischen Inseln keine Seltenheit, Basalt-Steilküsten, kommt er da erstmal nicht hoch. Es klatscht ihn von der Brandung her an die Steilküste. Er schafft es nochmal so weit, seine Kräfte zusammenzusammeln, um dann gegen die Brandung anschwimmend wieder raus ins Meer zu schwimmen, weil er merkt, er kann da auch nicht dran entlang laufen, das ist viel zu gefährlich. Besser schwimmt er noch eine Runde draußen im Wasser, hält einen gewissen Abstand zur Insel und schwimmt so lange die Steilküste entlang, bis es für ihn so aussieht, im Dunkeln wohlgemerkt, als würde er an einer Stelle hochkommen. Besagte Steilküste. Dort geht er an Land, auch das wieder mit größeren Prellungen durch die Brandung und Schwierigkeiten verbunden. Da muss man dazu sagen, der Mann trägt zu diesem Zeitpunkt eine Jeans und original ein T-Shirt und einen Wollpullover. Ja, aber dass er den nicht unterwegs ausgezogen hat, ist ein bisschen eigenartig, weil im Wasser wird er ihm wohl eher nichts genützt haben. Wolle ist zum drin schwimmen jetzt eher suboptimal, aber den hat er jedenfalls noch an. Original. Ja, im Film hat er ein Hemd an, aber das ist egal. So, und er schafft sich also die Klippe nach oben zu arbeiten und da das Basalt, vulkanisches Gestein, sehr scharfkantig, kaum abgerieben von den Elementen, weil alles sehr junge Gesteine, außerdem gab es irgendwann, ich glaube in den 60ern, einen Vulkanausbruch, einen heftigen, auf besagter Insel. Und da ist also alles voll mit frischem magmatischen Gestein, vulkanische Gläser und solche Späße und da muss er jetzt barfuß drüber. So, und spätestens jetzt müssen wir darauf hinweisen, dass Laugi im ersten Moment jetzt nicht gerade so aussieht, als wäre er ein Spitzenathlet. Ist er auch nicht. Der hat deutliches Übergewicht, beziehungsweise medizinisch würde man sagen Adipositas. Und sieht wirklich nicht so aus, als wäre er besonders fit. Das heißt, er hat auch ein gewisses Gewicht, was da auf seinen Füßen lastet. Trotzdem bringt er den Willen auf, und das ist vielleicht mit die größte Leistung und auch der Faktor, der ihn zum Nationalhelden gemacht hat, der eiserne Wille, der unvorstellbar eiserne Wille, nicht sterben zu wollen und weiterzumachen. Also dieser
unabdingbare, wirklich, das gab es so, es gibt es wenig Beispiele auf unserem Planeten, wie jemand eine derartige Stärke, mentale Stärke bewiesen hat, in einer Situation, wo andere mindestens Halluzinationen kriegen und einfach dummes Zeug, dumme Entscheidungen treffen und so weiter und so fort, wenn sie nicht einfach locker weg erfrieren, ja, hat er nach wie vor die Willensstärke, auch diesen Schmerz, in den halb erfrorenen Füßen vermutlich, das dürfte allerdings ein bisschen geholfen haben, dass der Schmerz nicht ganz so groß war, aber dann weißt du erst recht nicht, wo du hintrittst und reißt dir die Füße auf zu einem ja wirklich nur noch wunden Fleischklumpen, und auf besagten wunden Fleischklumpen hinkt er also durch die Lavafelder seiner Heimat, schafft es irgendwann einen Trog zur als Tränke für die Pferde zu finden, schlägt da mit einem herumliegenden Topf oder einer Pfanne, soll es glaube ich gewesen sein, das Eis, war ja gefroren zu dem Zeitpunkt, in diesem Trog für die Tiere, für die Islandpferde, ein und trinkt da erstmal was. Da kommt ja noch erschwerend dazu, je nach Quelle war der Mann zu diesem Zeitpunkt 7 bis 8 Stunden unterwegs. Im Salzwasser. Nachdem er vorher sicherlich auch nicht super viel getrunken haben wird, weil er normal in seiner Arbeit gewesen ist. Und der muss Durst gehabt haben. Das kommt ja noch erschwerend dazu, weil Salzwasser, und er hat sicherlich auch irgendwann mal Salzwasser geschluckt, was ja auch dazu führt, dass der Wasserhaushalt im Körper jetzt nicht unbedingt deutlich besser wird. Das muss also eine herausragende, also, ja, unvorstellbar, unmenschlich. Unmenschlich, was der da geleistet hat. Da trinkt er jedenfalls erstmal was, läuft dann über die Felder der Islandpferde zum nächsten Haus und fällt denen dann quasi mehr oder weniger durch die Tür, wird natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht und versorgt und mit dem Helikopter auf die Hauptinsel nach Reykjavik vermutlich geflogen und versorgt und wurde, nachdem er sich dann wieder erholt hat, zur wissenschaftlichen Sensation, daher auch der Beiname der Seehundmann, weil man zu dem Zeitpunkt noch nie eben, das hat man bis heute fast nie wieder so in dieser Form. Man kann es auch noch nicht, immer noch nicht hundertprozentig erklären, wie das genau funktioniert haben mag. Aber der Mann ist eine wissenschaftliche Sensation. Natürlich hat man damals auch von einem Wunder gesprochen und so weiter und so fort, weil er ein bestimmtes Unterhautfettgewebe besitzt, das sehr an Blubber erinnert. Blubber ist die Speckschicht von Walen und Robben, also sprich Meeressäugern, die ja theoretisch ein Fell haben. Die haben ja auch ein paar Haare, so ist es ja nicht. Auch ein Wal hat ein paar Haare, weiß kaum einer, aber es gibt ein ganz paar gibt's. Ja. Und sonst wäre er auch kein Säugetier, wenn er gar keine Haare hätte. Das ist per Definition so, jedes Säugetier hat Haare, absolut jedes. Wenn es nur ganz, ganz wenige sind, aber es sind welche vorhanden. So, wie auch immer, jedenfalls, dieser Blubber dient eben dazu, einen Meeressäuger bei den doch relativ kalten Temperaturen, die das Wasser dauerhaft hat, so weit von seiner Umgebung zu isolieren, dass dem halt eben nicht besonders kalt wird. Wie gesagt, sowohl bei der Robbe als auch beim Wal ist das eine tolle Angelegenheit. Der Blubber wird bis zu 50 cm dick, also diese Unterhautfettgewebeschicht, und bildet auch spezielle, besonders dichte Fettzellen aus, die einfach quasi nahezu wirklich nur aus Ölen sozusagen sich zusammensetzen und eine hervorragende Wärmeisolation bilden. Ist nicht zu vergleichen mit der normalen Speckschicht, die ein normaler, etwas übergewichtiger Erwachsener mit sich herumschleppt. Bei Laugi allerdings hat der durch irgendeinen Zufall genetisch, muss er wohl irgendwie näher dran sein, das ist in diesem Fall eine herausragende, tolle Sache, also in keinster Weise etwas, wofür man sich schämen oder sonst irgendwie müsste, ist er näher dran genetisch scheinbar an Tieren mit Blubber. Denn sein Unterhautfett ähnelt eben in der Struktur und in der Zusammensetzung ziemlich stark dem Blubber. Sie haben ihn dann zu Experimenten nach London verfrachtet, wofür er natürlich auch bereit war, man kann ihn ja nicht zwingen, und ihn mit diversen Elite-Kampfschwimmern des Militärs zusammen in ein Eiswasserbecken gesetzt, wo sie Fahrrad, so eine Tretelmaschine treteln sollten unter Wasser. Und noch viele Minuten, nachdem der letzte Elite-Schwimmer, der dafür trainiert ist, genau sowas auszuhalten, raus war, so gestählte Körper, ne? Hat er dann noch fröhlich weitergetrettelt und keine sichtbaren Probleme gehabt, weil er einfach durch seine besondere Physiologie unglaublich gut auf Kaltwasser aushalten angepasst ist. Wie er es allerdings geschafft hat, dass sein Gehirn das mitgemacht hat, das ist zumindest zum Zeitpunkt, als er untersucht wurde, wirklich völlig rätselhaft gewesen, weil ja,
nur die Tatsache, die Körpertemperatur von ihm ist ja gesunken. Es gibt dann eine berühmte Szene aus dem Film, die sich wohl auch so wirklich zugespielt haben muss. Wie sehr unterkühlt ist er denn? So nach dem Motto, als er eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Und da haben die gemeint, keine Ahnung, das Thermometer fängt erst bei 33 Grad Körpertemperatur an. Normalerweise ist man zu diesem Zeitpunkt mindestens völlig bewusstlos und muss reanimiert werden, langsam aufgewärmt und reanimiert werden oder halt eben tot bei unter 33 Grad. Wie viel er letztendlich hatte, wissen wir nicht, aber es muss für ihn möglich gewesen sein, durch eben vermutlich eben seine einzigartige Fettzusammensetzung, das zu überleben. Und das ohne bleibende Schäden, auch ohne bleibende Hirnschäden. Das ist ja auch ein ganz häufiges Problem bei Kältebeschädigten, sage ich jetzt mal, bei Kälteopfern, dass sie vielleicht reanimiert werden können, aber ganz häufig Hirnschäden dabei zurückbleiben. Ja? Weil das Hirn eine Zeit lang ohne Sauerstoffversorgung gewesen ist und dann eben sehr schnell massive Hirnschäden auftreten. Heißt, warst du so und so lange ohne Sauerstoff, beziehungsweise kältebedingt oder eben weil du im Wasser eine Zeit lang ohne Sauerstoff warst, weil du fast ertrunken wärst und so weiter. Gibt es verschiedene Szenarien, die da in Frage kommen. Aber es gibt einen Punkt, ab dem reanimiert man, muss man zwar, möchte man aber nicht mehr. Ich habe da mal ein sehr interessantes Gespräch mit einem Ersthelfer, einem Unfallchirurgen gehabt, der in einer Situation, das hat ihn schwer mitgenommen. Also es gab viele Situationen, die ihn schwer mitgenommen haben, aber diese eine war besonders schlimm. Da hat man Scheiße gebaut am Unfallort und als er kam, hatte noch keiner angefangen zu reanimieren. Da war die Zeit, die der Betroffene vermutlich schon ohne Sauerstoff im Gehirn gewesen ist, schon so lang, dass er eigentlich am liebsten gar nicht mehr reanimiert hätte, weil er geahnt hat, was dabei rauskommt, wenn er es tut. Er hat es dann geschafft, dass der gelebt hat, war aber quasi hirntot. Und ja, dauerhafter Koma-Fall, wie es dann genau ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber war für ihn schrecklich, weil man nicht rechtzeitig angefangen hat, da einfach ein bisschen auf der Brust rumzudrücken, egal wie stümperhaft, ist immer noch besser als gar nichts zu machen. Und das war halt eben dann die Hemmung, ich könnte ja eine Rippe brechen oder sowas in die Richtung, wenn ich da jetzt auf der Brust rumdrücke. Und dadurch ist das dann so böse ausgegangen. Gut, aber das mal am Rande. Jedenfalls, was wir heute vermuten, was sich nicht mehr bestätigen lässt, weil es nie wirklich so richtig untersucht wurde, aber was wirklich von einigen Menschen, die sich mit dem Fall Laugi beschäftigt haben, vermutet wird, ist, dass der Mann über einen hohen Anteil von braunem Fettgewebe verfügt hat, zusätzlich zu der Tatsache, dass er über Blubber, in Anführungszeichen. Ne? Das klingt so böse und so abwertend, das soll es ja nicht sein, das ist eine medizinisch herausragende Sache und für den Isländer ist die Eigenschaft, Kälte extrem gut ertragen zu können, ja nun wirklich eine herausragende genetische Anpassung an seinen Lebensraum. Das ist super, ne? Da braucht man sich nun beim besten Willen nicht für schämen oder den Mann dann in irgendeiner Form spöttisch als Seehundmann zu bezeichnen. Das ist eine hervorragende Anpassung an den Lebensraum. Ja? Quasi so eine Art, wer Comic-affin bzw. Superhelden-affin ist, ist er so eine Art X-Man. Also ein Mutant, der besondere Eigenschaften evolutionär puff entwickelt hat und jetzt quasi über Superkräfte verfügt. Kann man so ein Stück weit so sagen. Es gibt noch ein paar andere Menschen, bei denen wir inzwischen festgestellt haben, dass sie über erstaunlich hohe Kälteresistenz verfügen. Ein Bekannter ist der Niederländer Wim Hof. Der war mal vor ein paar Jahren mal als Werbefigur für Patagonia aktiv, weil Patagonia beheizbare Jacken erfunden hatte und die haben dann Werbung mit Wim Hof gemacht, wie er durch Eiswasser schwimmt, wie er einem Eisklotz festfriert und bringen dann so Sachen wie Wim Hof erträgt niedrigere Temperaturen als jeder andere und ist quasi immun gegen Kälte. Bist du Wim Hof? Falls nicht, kauf unsere neuen beheizbaren Jacken, die immer schön warm geben und so weiter und so fort. Wim Hof wird sie niemals brauchen. Du schon. Irgendwie so. War ganz witzig. Egal. Ja, das ist der Fall, der hier jetzt deswegen zum Überleben geführt hat, weil A, er eben enorm viel Glück gehabt hat und B, einen eisernen Willen. Und damit haben wir vielleicht neben auch der physischen Leistungsfähigkeit und eben sehr viel Wissen, einen weiteren extrem bedeutsamen Faktor, ja, ich laber heute lang, herausgearbeitet, der für Survival-Szenarien entscheidend ist. Alle,
die Extremsituationen müssen ja nicht solche Unfälle wie Flugzeugabstürze oder dieses ein Schiffunglück gewesen sein. Aber nahezu alle, die sowas überstanden haben, verfügen über einen herausragend starken Willen zu überleben. Und das merken wir übrigens dahingehend auch, dass sich auch viele Zuschauer von Seven vs. Wild darüber bewusst sind, wie wichtig das ist. Nur, dass es heute jeder Depp Night Mindset nennt. Boah. Kann ich wirklich nichts mit anfangen mit diesem Wort. Egal, jedenfalls, wie wertvoll das eben entsprechend ist, um sich dann durch sowas durchzuschlagen. Und man merkt natürlich erst dann, wie eisern der Wille einer Person ist, wenn sie sich ja, durch Kilometer von Eiswasser gekämpft hat, den Hund vom Nachbarn an seine Mutter weiterzugeben, damit der ein schönes Zuhause hat und den Kindern und der Witwe seines Kumpels auf dem Schiff mitzuteilen, dass der Vater bzw. der Mann keinen schlimmen Tod hatte und ganz friedlich eingeschlafen ist. Solche Sachen müssen ihn wohl beschäftigt haben, als er da durchs Eiswasser geschwommen ist. Braunes Fettgewebe. Braunes Fettgewebe kommt vor bei uns Menschen eigentlich vermehrt bei Säuglingen, insbesondere im Schulter-Nackenbereich, und dient dazu, unabhängig von der ATP-Synthese bzw. ADP-ATP-Stoffwechsel, also der normale Stoffwechselvorgang, wenn du einen Muskel verwendest und so weiter und so fort. Ne? Da brauchst du normalerweise eben relativ viel Phosphat und so weiter und so fort. Und das kann nur dann umgesetzt werden, beziehungsweise die Energie kann nur dann freigesetzt werden, also Wärmeenergie ist ja eine Nebenwirkung von Muskelbewegungen zum Beispiel, wenn da auch eine Bewegung stattfindet, normalerweise in normalem Gewebe. Braunes Fettgewebe hingegen, das ist so eine Art Leerlaufheizungsmasse. Das ist ein Fettgewebe, ja, das kann, ohne dass eine Bewegung stattfindet, zum Beispiel während man schläft, theoretisch, wenn man dann welches hat, jederzeit Energie verbrauchen und jederzeit die verbrauchte Energie nahezu fast ausschließlich mit einem sehr hohen Wirkungsgrad als Wärmeenergie abgeben. Soll heißen, du hast tatsächlich eine eingebaute Heizung, die dich aktiv über enorme Mengen von Körperwärme wärmt, als würdest du gerade, keine Ahnung, irgendwie um Regen rumjoggen. Oder also du bist so warm, als würdest du, weiß ich nicht, Klimmzüge, Liegestütze, Sit-Ups, such dir was aus, die ganze Zeit machen, während du eigentlich schläfst, im besten Fall. Wenn du dann jede Menge von diesem braunen Fettgewebe hast. Wie gesagt, lange Zeit dachte man, das kommt bei Menschen nur bei Säuglingen vor, weil ein Säugling eben noch nicht über normales oder nicht viel normales Fettgewebe als Temperaturschutz verfügt und ein Säugling im Verhältnis zu seinem Volumen eine große Oberfläche hat. Ja, je kleiner du bist, desto höher deine Oberfläche im Verhältnis zu deinem Volumen. Und dadurch sind Säuglinge natürlich deutlich gefährdeter, an Kälte zugrunde zu gehen, als das bei dann ausgewachsenen Säugetieren der Fall ist. Viele Nagetiere, allen voran das Murmeltier, besitzen ihr Leben lang ausgeprägtes braunes Fettgewebe, um dann eben einen vernünftigen Winterschlaf halten zu lassen. Da ist das Murmeltier wirklich das Beispiel schlechthin. Bei Murmeltieren ist jetzt insofern zum Beispiel der Klimawandel ein Problem, weil das Murmeltier als ein Tier mit ausgeprägtem braunem Fettgewebe zu schnell zu warm wird und nicht mehr vernünftig Winterschlaf halten kann, weil es zu sehr heizt, während es schläft, weil es eben dieses spezielle Heizmaterial sozusagen mitbringt. Ja? Also einfach formuliert, braunes Fettgewebe macht dir dann warm, wenn du dich nicht bewegst. Und das ist was, was fast alle Menschen so nicht können. Ja? Wenn wir warm haben wollen, während es draußen kalt ist, müssen wir uns entweder super warm anziehen, eine Heizung aufsuchen oder uns bewegen. Und Laugi kann offensichtlich auch dann Wärme produzieren, wenn er sich, abgesehen davon, dass er sich natürlich auch bewegt hat, aber er kann auch wirklich passiv auf einen gewissen Ofen sozusagen zurückgreifen, der immer an ist, sozusagen. Und das wird ihm da wahrscheinlich sehr, sehr geholfen haben. Es gibt noch nicht viele Fälle, das ist eine Vermutung, ja, das vermuten einige, aber bewiesen ist da nichts. Der Mann wurde nicht auf seinen braunen Fettgewebeanteil untersucht. Er lebt noch, ja, aber er ist jetzt nicht mehr der Jüngste und ich glaube, man muss ihn damit auch nicht mehr nerven. Zumal das Ganze auch sehr traumatisch für ihn gewesen ist. Die Schuld des Überlebenden oder eine gewisse Überlebensschuld hat ihn sehr lange da zu schaffen gemacht. Heißt, eine riesige Katastrophe passiert und du bist der einzige Überlebende und fragst dich, warum ich, warum nicht der andere?
andere? Warum nicht wieder wer anders? Warum ausgerechnet habe ich das überlebt? Was soll der Mist? Die anderen wären doch viel besser dran gewesen. Zum Beispiel hatten sie Familie und ich habe keine, außer meine Eltern und sowas in die Richtung. Ne? Das ist Überlebensschuld. Es ist ein Phänomen, das bei vielen Überlebenden von großen Katastrophen, wenn es nur ganz wenige Überlebende gegeben hat, insbesondere nur einzelne Überlebende auftritt. Das muss eine große Belastung sein, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Keine schöne Sache. Da hat er jedenfalls sehr drunter gelitten und deswegen ist es auch schön, dass man den Mann inzwischen in Ruhe lässt. Er ist inzwischen verheiratet, meines Wissens, und ich hoffe, es geht ihm gut. Ja? Also er gilt wirklich als Nationalheld. Es gibt auch seinen Pullover und seine Jeans sind in einem Museum, mit denen er dann an Land geschwommen ist. Warum ist das eine Heldentat? Ist auch ein interessanter Gedanke, der übrigens auch im Film kurz angesprochen wird. Ja, vielleicht, weil er einfach Hoffnung gibt, wozu wir Menschen in der Lage sind. Wenn man selbst in einer Situation ist, die einem aussichtslos erscheint, dann sind Menschen wie Laugi meiner Meinung nach riesige Inspirationsquellen, um einfach zu zeigen, zu was wir alles in der Lage sein können. Ob wir es individuell sind, wissen wir ja erst dann, wenn wir in eine Situation kommen, in der eine solche Extremsituation, wo wir dann wirklich zeigen müssen, was wir vor einer sind letzten Endes. Und gerade vielleicht ist Laugi besonders inspirierend, weil der Mann sieht nicht aus wie ein Superheld. Ja? Also im klassischen Sinn wirklich nicht. Trotzdem ist er es irgendwo. Ja? Hat Superkräfte, wenn man so möchte. Mir gefällt diese Denkweise. Das ist natürlich übertrieben. Aber ich finde das toll. Ich finde es wirklich eine richtig, richtig tolle, motivierende Geschichte, wie der Mann sich aus dem Eiswasser gerettet hat. Und für uns alle, wie gesagt, damit eine große Portion, ja, ich denke, man darf es Hoffnung nennen, mitgebracht hat, wenn Not am Mann ist, wenn man die Geschichte kennt, dass man sich damit irgendwie ein bisschen, im besten Fall wortwörtlich, über Wasser halten kann. Gut, also, braunes Fettgewebe, tolle Sache. Es wird noch viel dran geforscht. Inzwischen, wie gesagt, man hat es auch bei Erwachsenen gefunden. Tendenziell haben Frauen etwas mehr davon als Männer. Tendenziell wird es im Alter weniger. Laugi war nicht alt, als das passiert ist. Er war also noch relativ jung. Das könnte vielleicht auch noch mit eine Rolle gespielt haben, dass er vielleicht noch über besonders viel und eben aufgrund seiner Jugend über besonders, besonders viel braunes Fettgewebe womöglich verfügt haben mag. Ja, ganz tolle Sache. Wer es nicht hat, kriegt auch keins mehr. Das kann man nicht trainieren, soweit wir wissen. Das ist dann einfach die Tatsache, dass man nach vielen Generationen Leben auf Island einfach angepasst ist an seine natürliche Umgebung. Finde ich unglaublich faszinierend, weil wir Menschen sind ja körperlich normalerweise ja, vielleicht nicht das herausragendste Tier überhaupt, mit einer Ausnahme vom aufrechten Gang und der Tatsache, dass wir sehr weit rennen können. Nicht sehr schnell, aber sehr weit. Weil wir sehr energieeffizient unterwegs sind. Das können wir tatsächlich sehr gut, das können wenig andere Tiere ähnlich gut wie wir, das darf man ja nicht vergessen. Und wir haben den opponierbaren Daumen. Also so. Ha! Na, mach das mal, Känguru! So. Das war also der sogenannte Seehundmann. So, jetzt hätten wir noch, bevor wir zum prominentesten Fall überhaupt kommen, den sicherlich die meisten Leute schon mal gehört haben, noch Juliane Köpke. Geborene Köpke, ne? Ich glaube, sie heißt Dilla inzwischen, geheiratet, im Jahre 1971 als 16- oder 17-Jährige, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Flugzeug über Peru unterwegs war. Sie war Tochter zweier Biologen, die eine Forschungsstation im peruanischen Urwald betrieben haben, um dort insbesondere zoologisch unter anderem das Singverhalten verschiedener tropischer Vögel zu untersuchen. Unglaublich spannend, also gibt es bis heute diese Forschungsstation, zu meiner großen Freude. Frau Diller, Frau Diller natürlich, so heißt sie, ist selbst Biologin geworden, also in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und arbeitet, glaube ich, in München, meine ich, in der Staatssammlung. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber betreibt nebenbei eben auch noch weiterhin, zumindest anteilig, auch diese Forschungsstation im peruanischen Regenwald, wo es seit neuestem auch noch ein neues Dorf in der Nähe gibt, das sie Santa Juliana genannt haben, also nach ihr, weil sie es wohl für ziemlich unmöglich gehalten haben, dass die Frau das überlebt hat, die junge Frau insbesondere damals. So, was ist passiert? Also sie wollten im Grunde nach Lima, meine ich, fliegen, also die Hauptstadt von Peru,
und haben ja dabei leider sind sie mit einem kleineren Flugzeug in ein Gewitter geraten. Und der Flieger wurde vom Blitz getroffen und muss irgendwie in der Mitte tatsächlich aufgerissen sein und wurde also in der Luft zerrissen. Dabei ist Juliane samt ihres Sitzes nach draußen befördert worden, also ein ähnlicher Fall wie bei der Russin, die wir schon besprochen hatten. Das war allerdings deutlich vorher, bevor das der Russin passiert ist. Und der erste Fall, den zumindest ich irgendwie dokumentiert gefunden habe, in der das passiert ist, sie war eine Zeit lang bei Bewusstsein und hat also durchaus mitbekommen, dass sie jetzt schon eine Weile fällt. Dürfte ungefähr auf 3000 Metern Höhe gewesen sein, der Flieger zu dem Zeitpunkt, als er getroffen wurde. Entsprechend ist sie 3000 Meter runtergefallen. So, jetzt ist so ein Dschungel erfreulicherweise, sehr, sehr erfreulicherweise, ja ein verdammt dichter Wald. Und wenn du da auch das gleiche Prinzip wie mit dem Birkenwald im russischen Fall durch das Blätterdach durchkrachst und noch einen Stuhl, einen Flugzeugstuhl unter dir drunter hast und dann unverschämtes Glück dabei hilft, dann besteht die Möglichkeit, dass man, eine wahnsinnig geringe Möglichkeit, dass man diesen Sturz tatsächlich überlebt. Und so ist Juliane dann eben entsprechend ohne allzu schwere Verletzungen, ein paar Verletzungen waren dabei, eine Verwundung unter anderem, glaube ich, hier irgendwie eine Schnittwunde, eine tiefere. Sie hat unter anderem, glaube ich, auch bisschen, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich glaube, sie hat auch ihre Brille verloren, hat also nicht mehr viel gesehen. Und ja, aber weitestgehend frei von schwereren Verletzungen ist sie da unten angekommen. So, und jetzt ist diesem Zufall noch hinzuzufügen, dass sie ja dankenswerterweise Biologentochter gewesen ist. Biologentochter, ja, beide Eltern Biologen, drum waren die überhaupt da. Und hat seit frühester Kindheit gelernt, wie der Dschungel funktioniert. Und ihre Eltern haben ihr da vieles beigebracht, unter anderem ihr Vater. Hat ihr so die wesentliche Survival-Regel zum Überleben im Dschungel beigebracht. Wenn du mal keine Ahnung mehr hast, wo du bist und orientierungslos im Dschungel landest, und das war ja jetzt der Fall, dann musst du dem Wasser folgen. Such dir ein kleines Wasser, folge ihm bis zu einem großen Wasser, folge ihm bis zum nächstgrößeren Wasser, bis zu einem noch größeren Wasser. Das runter, irgendwann kommen Menschen. Ja, das ist so ein essentieller Grundsatz, den wir spätestens seit Julianes Fall kennen und also so man sich dann ein bisschen mit Survival beschäftigt, als wesentliche Grundlage des Dschungel-Survivals auch hoffentlich verinnerlicht haben. Dabei haben ihr auch geholfen die Vögel. Denn es gibt spezielle Vögel, die halt eben, das gibt es überall, ne? Aber im Dschungel sind die wohl besonders auffällig, zumindest in Peru. Und die kannte sie sehr gut und die hat sie schon seit Kindesbeinen an sozusagen kennen und schätzen gelernt, die eben am Fluss leben. Und dann hat sie anhand des Rufs der Vögel relativ schnell rausfinden können, wo denn das nächste größere Wasser sein muss. Hat aufgrund also ihres letzten Endes zoologischen und botanischen Wissens auch die ein oder andere essbare Pflanze gefunden unterwegs, sich da ein bisschen versorgen können, ist dann zum Fluss marschiert und letzten Endes ist sie dann diesen Fluss runtergeschwommen, so getrieben, halb geschwommen und hat es geschafft, sich innerhalb von 10 Tagen der entbehrungsreichen und sehr kalten Nächte, die Nächte im Dschungel sind ja durchaus dann gar nicht mal so warm, wie man denken würde, dann regnet ständig, dann hat sie versucht, hier und da mal ein bisschen Unterschlupf zu finden, aber im Großen und Ganzen hat sie sich eigentlich im Wesentlichen nur durchgelitten. Aber nichtsdestotrotz, sie wusste, was ist giftig, sie wusste, was kann ich essen, sie wusste, was hilft mir, sie hat die Orientierung behalten, sie ist nicht in Panik geraten. Selbst, sie hat ein hervorragendes Buch geschrieben, wirklich hervorragend, absolut lesenswert, Top-Literatur, wirklich, für, wenn man sich für Survival interessiert, absolut spannend und auch eine tolle Biografie einer wirklich bemerkenswerten Frau. Kann ich nur von vollstem Herzen, also 10 von 10 hüten, absolut tolles Buch. Bestens empfehlen, als ich vom Himmel fiel oder als ich aus dem Himmel fiel, ich weiß es nicht mehr genau, Juliane, ich glaube, das Buch schreibt sie noch unter Köpke, meine ich. Und also, wer das noch nicht gelesen hat, unbedingt machen. Es ist bei mir auch schon wieder ein Weilchen her, deswegen bringe ich vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig alle Details zusammen. Aber als 17-Jährige sich da eben aus dem Dschungel, wo man sie selbstverständlich für tot gehalten hat, dann taucht sie plötzlich bei ein paar, ich glaube, die wollten fischen gehen oder waren es Holzfäller, ich weiß es nicht mehr, taucht sie am Fluss eben in deren Lager auf, übernachtet da, die waren da gar nicht da zu dem Zeitpunkt und am nächsten Morgen entdecken sie sie. Und das war natürlich eine Sensation sondergleichen, dass die das überlebt hat. Also wirklich sensationell. Es gibt, wie gesagt, das eine oder andere Denkmal für sie.
und natürlich auch eben ein Denkmal für die anderen Insassen dieses Fluges, die nicht überlebt haben. Sie war ja die Einzige. Auch ihre Mutter, wie ihr dann ihr Vater berichtet hatte, ist dabei leider ums Leben gekommen, was sie auch einfach ausgeblendet hat. Sie hat sich einfach nur retten wollen, hat ihre Reise in Anführungszeichen durchgezogen und auch wieder mittels eisernem Willen und einem hervorragenden Selbstschutzmechanismus nicht zu viel über alles mögliche andere nachzudenken, nicht allzu sehr in Panik zu geraten und mentaler Stärke, enormer mentale Stärke, auch hier wieder, da ist sie, und eine gewisse physische Fitness und jetzt zum ersten Mal ein bisschen Survival-Wissen, allein das Wissen, wie man zu Menschen findet, wenn man im Dschungel abstürzt. Und das hast du 1971 noch nicht in diversen Büchern oder diversen YouTube-Formaten als lustiges Hobby irgendwo nachlesen können, sondern das war damals wirklich Insiderwissen, das nur einigen wenigen Dschungelforschern sozusagen vergönnt war, die sich mit dieser Thematik intensiv beschäftigt haben. Wäre da irgendeine andere 17-jährige Deutsche in Peru, das ist eine Deutsche, ist es ja auch nochmal lustig, ja, die Sensation erhöhend irgendwo, natürlich, ja. Aber irgendeine andere Deutsche in Peru wäre natürlich, auch wenn sie den Absturz genauso überlebt hätte wie Juliane, wäre die tot gewesen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist definitiv so. Also herausragend, absolut herausragend. Ich kann das Buch dazu nur wärmstens empfehlen. Es gibt auch einen ebenfalls sehr sehenswerten Film von Werner Herzog zu dem Thema, der mit Frau Diller zusammengearbeitet hat, um eben das nochmal ein bisschen aufzubereiten und das Flugzeug zum ersten Mal zu finden. Man wusste zu dem Zeitpunkt, man hat es nie geborgen gehabt, bis auf eben dann, als Geld da war für diesen Werner Herzog-Film, sie dann das Wrack tatsächlich gefunden haben und es eben mit Frau Diller aufgesucht haben, um eben zu gucken, wie geht's ihr dabei, sozusagen. Ist schon interessant. Sie ist auch insgesamt dankbar, dass der Film gemacht wurde. Heute vielleicht nicht mehr mit allem einverstanden, was da drin vorkam. Aber ich glaube, insgesamt fand sie das dann doch ganz gut. Ja, sensationeller Fall. Also wer das noch nicht wusste oder sich damit noch mal ein bisschen irgendwie intensiver beschäftigen möchte, kann ich nur allerwärmstens empfehlen, sich das entsprechende Buch zu Gemüte zu führen. So, und der letzte Fall auf meinem Zettel hier, und der dürfte wahrscheinlich relativ bekannt sein, ist das sogenannte Andenunglück oder der berühmte Flugzeugabsturz in den Anden. Der wurde zweimal verfilmt, einmal schon eine Weile her, ich glaube in den 90ern, als Überleben, Ausrufezeichen, zumindest der deutsche Titel. Und dann gibt es nochmal eine relativ frische Verfilmung, derzeit gerade auf Netflix einsehbar, da habe ich gerade kein Abo, deswegen konnte ich das nicht gucken, die Schneegesellschaft. Nur so der Vollständigkeit halber. So, worum ging es da? Ein Passagierflugzeug mit verschiedenen Leuten an Bord, darunter auch eine Rugby-Mannschaft aus, ich glaube, Uruguay, ist 1972 aus verschiedenen Gründen völlig vom Kurs abgekommen beim Versuch, über die Anden zu fliegen. Und dabei an einem Ort, wo man sie niemals vermutet hatte, deshalb hat man die Suche auch aufgegeben, weil sie halt völlig ab vom Schuss gelandet sind, abgestürzt, ist das richtige Wort. Aber ein solcher Fall hat sich so wahrscheinlich nie wieder zugetragen, wo überhaupt mal irgendjemand überlebt hätte. Es gab ja noch andere Fälle von Flugzeugen, die völlig ab vom Schuss irgendwo runtergekommen sind, wo aber nie jemand überlebt hat. Daher ist das darum wirklich eine große Sensation, weil es halt insgesamt doch immerhin, ich glaube 14 bis 18 Überlebende, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, immerhin gegeben hat insgesamt. Und von 45 Menschen wohlgemerkt. Also die Mehrheit ist schon gestorben, aber immerhin gab es noch ein paar Überlebende. Der Fall hat insbesondere deswegen auch für große Schlagzeilen gesorgt, weil die deswegen 60 Tage, über 60 Tage lang, 62 Tage insgesamt, haben sie überlebt, indem sie Kannibalismus betrieben haben und ihre eigenen Toten, die durch das Eis, da waren Temperaturen von um die minus 30 bis minus 40 Grad, so genau kann man das schwer sagen, aber minus 30 sicherlich, da sind entsprechend menschliche Körper sehr lange
frisch in Anführungszeichen und ja, man kann natürlich auch von menschlichem Eiweiß durchaus leben. Wir können uns gegenseitig aufessen, das geht rein technisch betrachtet. Fast jede Kultur des Planeten hat diesbezüglich ein Tabu irgendwann entwickelt, dass das Aufessen anderer Menschen eben als keine gute Idee dargestellt ist, wo ich mich anschließen möchte. Ja. Das halte ich auch für definitiv keine gute Idee, es sei denn, seltene Notsituationen erfordern dies. Und wenn wir uns dann in der Geschichte mal ein bisschen umgucken, ganz spannend ist dazu übrigens auch der Wikipedia-Eintrag, der da einige Fälle auflistet, in denen Menschen mal gezwungen waren, Kannibalismus zu betreiben, um einfach nicht zu verhungern. In allen Fällen, wo das aus diesen Gründen passiert ist, wurden sie dafür auch nie bestraft. Das ist einfach was, was man dann akzeptiert hat und wo es die jeweilige Gesellschaft nachvollziehen konnte, dass das in dieser absoluten Ausnahmesituation vielleicht mal nötig gewesen sein soll oder muss. Ja. Aber häufig ist das nicht vorgekommen, fast immer nach irgendwelchen Kriegen oder in besonders kalten Hungerwintern und ähnlichen Situationen, dass es da mal sowas in diese Richtung gegeben hat. Das Ausmaß des Kannibalismus in Notsituationen war aber wohl nie größer, zumindest soweit man es dokumentieren kann, als bei diesem Andenabsturz 1972. Also 45 Menschen stürzten in den Anden in Argentinien ab, waren aber kurz vor der chilenischen Grenze und so genau wusste einfach irgendwie wirklich niemand, wo die eigentlich sind. Sie haben auch selbst ihre Position völlig falsch eingeschätzt. Jemand hatte eine Karte dabei, zumindest im Film, oder hat eine Karte im Flugzeug gefunden und hat dann vermutet, sie seien da und da, weil man wohl vorher vom Piloten irgendwas gehört hatte oder bevor der Pilot gestorben ist, gehört hatte, wo sie sich angeblich befinden. Das hat aber nicht gestimmt, weil der Pilot ja auch völlig, wie das genau zustande gekommen ist, wie gesagt, niemand weiß es genau, aber der Pilot war auch völlig ab vom Kurs und hatte keine Ahnung, wo sie letzten Endes sind und hat sich da einfach geirrt. So. Beim Absturz selbst sind 12 der 45 Insassen ums Leben gekommen. 5 weitere sind in der ersten Nacht erfroren, weil sie noch keine große Isolationsmasse, sage ich jetzt mal, aufgebaut haben. Sie hatten den Flugzeugrumpfbug, also die Vorderseite, das Ding mit dem Cockpit und ein Stückchen noch dahinter, ein paar Sitzreihen sozusagen. Das hatten sie sozusagen als Unterkunft zur Verfügung. Damit sind sie abgestürzt und diejenigen, die im vorderen Teil des Flugzeugs saßen, haben halt den Absturz als solchen zum nächsten Mal überlebt oder zumindest einige von ihnen. Und dadurch gab es dann überhaupt die Möglichkeit, sich eben dadurch einigermaßen am Leben zu erhalten, dass so ein Flugzeug prinzipiell ja für hohe Flüge in hohen Höhen ausgelegt ist und daher gut thermoisoliert ist. Sie haben dann also den Rumpf so gut es geht nach hinten verstopft mit Gepäck, mit was sie halt so hatten an Material. Und dadurch konnten sie durch ihre eigene Körperwärme, durch alles, was an Klamotten zu finden war, selbstverständlich auch die Kleidung, die die Toten anhatten, dabei hatten, was sie noch aus Koffern bergen konnten, konnten sie sich einigermaßen decken und Isolationsmaterial, auch die Bezüge der Sitze im Flugzeug übrigens, verwenden, um damit eben einigermaßen Decken und so weiter und so fort herzustellen, um bei den niedrigen Temperaturen überlebensfähig zu bleiben. So, das ging ein paar Tage lang gut. Sie hatten dann auch im Gepäck ein Radio gefunden. Mit dem Radio konnten sie in Erfahrung bringen, dass sie gesucht werden. Das war erstmal prima. Dann sind wohl auch zweimal irgendwelche Flugzeuge in der Umgebung vorbeigeflogen, die aber nie auf die Idee gekommen wären, nach ihnen zu suchen, weil in der Region hat sie ja keiner vermutet. Daher sind die auch einfach nur vorbeigeflogen und haben sie nicht gesehen. Und nach 8 Tagen, meine ich, haben sie im Radio gehört, dass die Suche eingestellt worden ist und das Flugzeug endgültig als verschollen gilt. Die Chance, weitere Überlebende zu finden, galt quasi als null, hat man für aussichtslos gehalten und dementsprechend machte es aus der Sicht der Suchenden auch keinen Sinn mehr, da jetzt noch irgendwie weiter nach denen zu fahnden. Also haben sie spätestens zu dem Zeitpunkt realisiert, dass keiner kommt und sie holt. Das war der Moment, wo sie angefangen haben, dann darüber nachzudenken, dass sie sich irgendwie selber retten müssen. Und das ist wohl zeitgleich ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch dazu gekommen, dass die Idee des Verzehrs von Menschenfleisch aufkam, weil sie halt irgendwo hinzulaufen und sich selbst zu retten, nun mal Energie gebraucht haben. Und nach 8 Tagen des Fastens, sie hatten ein paar Schokoriegel und irgendwie minimalsten Proviant, was halt noch an Bord des Flugzeugs zu finden war, wohlgemerkt nur vorne, nicht was noch hinten war, da war aber auch nicht allzu viel. Und das war schon lange verbraucht, ein paar Flaschen Wein gab es noch, die hat ja auch Kalorien, von daher. Da war nicht mehr viel zu holen.
Und dann, wie gesagt, die Idee von Kannibalismus. Das wurde dann wohl so gelöst, dass die besonders, ich sag mal, mental unbeeindruckbaren dafür zuständig waren, Fleisch in nicht mehr erkennbare kleine Happen zu zerteilen und dann fast alle nach und nach, das wird in den unterschiedlichen Filmen verschieden dargestellt und wie es in Wahrheit gewesen ist, naja gut, wir haben Augenzeugenberichte, es gibt auch ein ausführliches Buch dazu, es haben ja einige überlebt, ne? Daher haben wir Augenzeugenberichte. Und ja, aber die weniger zart Beseiteten waren einfach dafür zuständig, das Fleisch in einen Zustand zu zerschneiden, in dem man eben nicht mehr erkennen kann, was das jetzt für ein Körperteil wohl möglich gewesen ist. Und es wurde auch immer schön darüber geschwiegen, wer hier gerade oder wessen Leichnam hier gerade verzehrt wird. Einfach damit die psychische Belastung des Kannibalismus so gering wie möglich ausfällt. Ich habe jetzt extra den Film dazu nochmal angeguckt, den alten, die hätten irgendeine Möglichkeit gehabt, mit Resten von Benzin das Ganze auch noch irgendwie zu kochen, dass sie irgendwie noch an Flugzeugtreibstoff rangekommen waren oder so, aber das war wohl nicht der Fall. Das wurde wohl alles roh verzehrt, zumindest ist das im Film so dargestellt und ich habe keine gegenteilige Darstellung in irgendwelchen anderen Texten, die ich diesbezüglich gelesen habe, gefunden. Das ist bei super tiefgekühltem Fleisch ja auch gar nicht so abwegig, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel Grönländer oder Isländer ihren Stockfisch, beziehungsweise Grönländer sowas ähnliches wie ein Stockfisch, den Stockfisch, wenn die Isländer haben, haben die ja so nicht, der wird ja auch oft einfach im gefrorenen Zustand runtergekaut und taut quasi beim Kauen auf und wird dann an diesem Zustand auch gegessen oder zumindest kann man das so machen. Und so werden sie also auch ihr Fleisch verzehrt haben. Die Gruppendynamik muss bemerkenswert gut gewesen sein. Das könnte damit zusammenhängen, dass die allermeisten Überlebenden, zumindest die es dann später noch gab, die anderen Passagiere sind weitgehend meistens, die meisten von ihnen sind relativ schnell gestorben. Die hatten ja eben einen direkten Bezug zur als Rugby-Mannschaft, kannten sich untereinander. Der Chef, der Kapitän der Rugby-Mannschaft war auch einer der stärkeren Führungspersönlichkeiten, die daran beteiligt waren. Ein weiterer Medizinstudent zu diesem Zeitpunkt war auch eine sehr führungsstarke Person, die da sehr stark daran beteiligt gewesen ist, dass eben ja, der Zusammenhalt einigermaßen funktioniert in der Gruppe. Und letzten Endes waren sie sehr, sehr diszipliniert und es ist vielleicht das beeindruckendste Beispiel für Gruppenzusammenhalt. Natürlich gab es da auch mal Streiterei, das wird im Film auch ganz gut dargestellt und das berichten auch die Augenzeugen, aber insgesamt war der Gruppenzusammenhalt doch sehr, sehr, sehr hoch. Die Ressourcen, die vorhanden waren, wurden sehr fair geteilt. Letzten Endes hatte man eigentlich gar nicht mal so wenig zu essen, weil es ja leider sehr viele Tote gab und die allermeisten davon haben sie gefunden. Fast alle Toten wurden auch in irgendeiner Form als Nahrungsquelle verwendet, ein paar nicht, weil die noch lebende Angehörige innerhalb der Gruppe hatten und da hat man dann aus ja, Respekt bzw. ja, sagen wir einfach mal mentaler Gesundheit darauf verzichtet, dann die auch noch anzurühren. War auch nicht nötig, hat ja am Ende so funktioniert. Ob sie es noch gemacht hätten, wenn es noch länger gedauert hätte, wahrscheinlich schon, wäre zumindest nachvollziehbar gewesen. Und zumindest im Film ist auch die Rede davon, dass die Überlebenden, als sie dann angefangen hatten mit dem Kannibalismus, was ja notwendig war, also ohne jeden Zweifel, ne, das war absolut notwendig und vollkommen die richtige Entscheidung in dieser Situation aus heutiger Sicht. Es soll also nirgendwo irgendwo ein Vorwurf erklingen, das getan zu haben, entweder so oder man stirbt halt. Da das Letztere nicht unbedingt eine Option ist und niemandem was nützt, halte ich das durchaus für realistisch bzw. nachvollziehbar und die richtige Entscheidung, dass sie sich dann zum Kannibalismus eben entschieden haben in dieser Situation. So, und jedenfalls hatten sie durch das Fleisch und die Tatsache, dass sie eben unterschiedlich fit waren in der Gruppe, es dann auch geschafft, herauskristallisieren zu lassen, wer denn jetzt in der Lage ist, wohl möglich auf Scouting-Mission zu gehen. Und zwar war zuerst der Plan, das Heck vom Flugzeug zu finden, in dem Batterien hätten sein sollen, mit denen man das kaputte Funkgerät wohl möglich hätte reparieren können, beziehungsweise ob es kaputt ist oder einfach nur der Strom fehlt, war nicht ganz klar. Und dann haben sie also diese Batterien geholt, beziehungsweise das Funkgerät zu den Batterien geschleift, nachdem sie das Heck gefunden hatten, was sehr mühsam war. Und
festgestellt, dass das nicht funktioniert. Das ist in den Büchern ausführlicher beschrieben als zumindest im alten Film, weil die Batterie irgendwie Gleichstrom liefert und das Funkgerät Wechselstrom gebraucht hat und einen Wechselrichter hatten sie halt nicht. So, und entsprechend ist der Vorgang gescheitert. Und am Ende gab es dann 3, beziehungsweise ganz am Schluss 2, nämlich Parado und Canessa, um die beiden dann doch mal kurz beim Namen zu nennen, die besonders fit noch waren, die das Ganze irgendwie besser überstanden haben als die anderen, die wohl auch weniger Skrupel hatten, Menschenfleisch zu essen und daher relativ gut bei Kräften gewesen sind und auch wieder den Willen und die Überlebensstärke bewiesen haben, die psychische Durchhaltefähigkeit, um sich aufzumachen zu einer insgesamt 10-tägigen Expedition, zu versuchen, rauszukommen aus dem Schnee, die grünen Täler zu erreichen und Hilfe zu holen. Ja, und grob zusammengefasst, weil leider, das ist wohl in Büchern ausführlicher beschrieben, die muss ich irgendwann nochmal lesen, da bin ich jetzt gerade sehr gespannt drauf, ist alles bestellt, aber ich wollte das Video jetzt halt einfach abdrehen, waren sie jedenfalls, oder waren es 8 Tage, Entschuldigung, ja, Nee. Sie waren meiner Meinung nach 10 Tage unterwegs. Sie hatten sich einen Schlafsack improvisiert. Zumindest im Film wird so dargestellt, dass sie im Heck des Flugzeuges, was sie dann ja gefunden haben, noch tolles Isolationsmaterial gefunden hatten, was sie im Bug nicht hatten. Und mit diesem Isolationsmaterial dann in der Lage waren, einen 3-Mann-Schlafsack, das ist sinnvoll, dann wärmt man sich durch gegenseitige Körperwärme noch ein Stückchen mehr, als wenn man jeder einzelnen Schlafsack hat. Oder zumindest erschien ihnen das damals sinnvoll. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich keine blöde Idee. Haben sie einen solchen Schlafsack eben aus Isolationsmaterial aus dem Heck zusammengebastelt und damit war das dann überhaupt erst möglich, auf Expedition zu gehen, weil das ja eine mehrtägige Expedition werden würde. Zusätzlich gab es noch Schwierigkeiten, dass sie erstmal auf irgendeinen Gipfel steigen mussten, um sich zu orientieren, weil sie ja falsch eingeschätzt hatten, wo sie sich befinden. Die sind also ursprünglich erstmal ein Stück weit in die falsche Richtung, also ja nicht die völlig falsche, aber tendenziell falsche Richtung unterwegs gewesen, wegen eben der irrtümlichen Annahme, sie seien kurz vor Peru. Waren sie aber nicht. Sie waren ja erst gerade so über oder sie wären in Peru gewesen und würden jetzt quasi runterkommen zum Atlantik, wenn sie noch ein Stückchen weiterlaufen und dann relativ bald in die grünen Lande kommen. Aber das war dann halt eben falsch und mussten sich also erst auf einem Gipfel neu orientieren, haben es dann aber eben tatsächlich geschafft, in der Ferne 2 Gipfel zu erkennen, die weniger beziehungsweise die schneefrei waren und etwas tiefer als der Rest. Und die ersten schneefreien Gipfel überhaupt, die waren immer noch ewig weit weg. Und da haben sie sich aber dann in diese Richtung durchgekämpft und das dann tatsächlich endlich geschafft. Übrigens nach den vielen, vielen Tagen im Flugzeug, na, insgesamt ja 62 Tage, hat der Winter nach und nach auch langsam nachgelassen. Sie mussten also den größten Teil des Winters, den extremsten Teil des Winters, auch einfach mal aussetzen im Flieger, um zu warten, dass eben die Temperaturen nicht mehr ganz so eisig sind. Weil selbst mit ihrem Schlafsack, den sie dann letzten Endes hatten, hätten sie minus 30 Grad so draußen im Schnee jetzt einfach nur als Schlafsackübernachtung sozusagen nicht überstanden. Und ja, da kam das eine und das andere zusammen. Letzten Endes sehr viele sehr richtige Entscheidungen, auch lange genug gewartet zu haben, dass der Marsch runter überhaupt möglich war, dass der dann nur von den Allerstärksten der Gruppe ausgeführt wurde, war auch richtig. Natürlich hätte man auch ein paar mehr mitnehmen können, hätte man aber wieder mehr Schlafsäcke gehabt. Da war sicherlich auch nicht genügend Material da gewesen. Außerdem mussten die ja noch Proviant mitnehmen. Der Proviant hat dann natürlich den anderen wieder gefehlt. Und also insgesamt meiner Meinung nach von der Gruppendynamik her auch ein wunderbares Beispiel, wo eben viele Gruppenmitglieder, auch da waren ja auch Verletzte dabei, die trotzdem ihre Ration abbekommen haben. Auch das ist ja wichtig aus Gruppendynamikgründen und aus mentalen Gründen, weil stell dir vor, du bist in einer Gruppe, die sich um ihre Verletzten nicht kümmert. Dann wird dir auch irgendwann schnell klar, natürlich im ersten Moment, ja klar, die brauchen wir ja eh nicht, die nützen ja nichts, also kriegen die auch kein Essen, sozusagen, wenn die Ressourcen knapp sind. Aber wenn du selbst auch mal einer bist, der verletzt werden könnte, und das könnte ja durchaus passieren, dann willst du bestimmt nicht vorher derjenige gewesen sein, der gesagt hat, dass die Verletzten nichts mehr zu essen kriegen sollen. Und daher ist es schon essentiell, auch denke ich, in Survival-Situationen gewisse Faktoren der Menschlichkeit, nenne ich es jetzt mal, das Kümmern um Kranke und Verletzte
unbedingt beizubehalten, bis die dann halt, nachdem man alles getan hat, was man tun konnte, gegebenenfalls nicht mehr krank oder verletzt sind, ne? Also verstorben. Und das ist, denke ich, ganz, ganz entscheidend bei sowas. Und das haben die da toll hinbekommen, jedenfalls nach allen Augenzeugenberichten. Jetzt würden die Augenzeugen sicherlich auch nicht das Gegenteil berichten, aber die berichten wirklich unabhängig voneinander, diejenigen, die man interviewt hat, dass das wohl ziemlich gut funktioniert hat. Ohne einen guten Zusammenhalt wäre auch die psychische Belastung, ohne einen völligen mentalen Zusammenbruch bei Kannibalismus in Eis und Schnee in einem Flugzeugwrack zu hocken, sicher für viele der überlebenden Männer, waren übrigens nur Männer, die überlebt haben, völlig unmöglich gewesen. Also insgesamt eine herausragende Leistung. Selbstverständlich sind da noch ein bisschen hervorgestochen und waren halt prominenter als andere, diejenigen, die dann die Rettungsexpedition sozusagen durchgeführt haben. Einer von beiden, ich meine, es wäre Canessa gewesen, kam dann auch mit dem Hubschrauber zurückgeflogen zu eben seinen Kumpels und seinen Mannschaftsmitgliedern, weil sie sonst das Wrack ja nicht gefunden hätten. Der musste also in seinem ausgezehrten Zustand dann direkt mit dem Rettungshubschrauber mit. Da konnten sie auch nicht sofort alle mitnehmen, da mussten sie insgesamt zweimal fliegen und eine Gruppe musste noch mal eine Nacht im Flugzeug bleiben bei der Rettung. Da waren dann allerdings ein Rettungssanitäter und ein paar Menschen von der Rettung sozusagen zusätzlich auch noch da geblieben, damit die Moral nicht völlig sinkt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon wieder ein paar Rationen bekommen. Also war auch ein bisschen was zu essen da, also was Richtiges zu essen, ne? Und ja, insgesamt sicherlich eine der spektakulärsten und krassesten Survival-Situationen, die es jemals gegeben hat. Ja, zumindest im letzten Jahrhundert sicherlich ganz, ganz weit vorne dabei, bei den Dingen, die da diesbezüglich stattgefunden haben. Man kann da schön sehen, dass wenn Gruppenzusammenhalt, dann wirklich maximaler Gruppenzusammenhalt und für spezielle Aufgaben kann eine Kleingruppe deutlich besser funktionieren. Hätten sie jetzt zum Beispiel versucht, als Gesamtgruppe unbedingt zusammen zu bleiben, die hätten niemals mit den Schwächsten und Kränkesten, die sie da im Flieger hatten, die da noch überlebensfähig waren, solange andere sich darum gekümmert haben, eben das Essen in essbare Portionen zu verwandeln, das ging vielleicht noch, aber niemals hätten sie als diese große Gruppe eben auch mit den Schwächsten es schaffen können, diese Rettungsexpedition durchzuführen. Es ist also auch wieder falsch, wenn wir jetzt denken, nur weil wir jetzt eine Gruppe sind, wir müssen in jedem Fall zusammenbleiben. Es mag Situationen geben, in denen es durchaus sinnvoll sein kann, eine Gruppenkonstellation dann wieder aufzubrechen und Einzelne aus der Gruppe eben rausgehen zu lassen, die eben in der Gruppe nicht so viel Sinn ergeben. Und jetzt ist halt die Frage für den Einzelnen, und da kommen wir jetzt zurück zu unseren sieben Nasen, die da eben jetzt im Flugzeug in Neuseeland abgestürzt simulieren. Die können sich natürlich nicht gegenseitig aufessen. Ich glaube, das wäre schlecht. Das verkauft sich, glaube ich, nicht so gut. Nein. Und entsprechend müssen sie da was anderes zu futtern finden. Und das könnte, insbesondere wo man jetzt spekuliert, wo dieses Flugzeug tatsächlich rumgelegen haben könnte, da gibt es jetzt auch wieder lustige Spekulationen. Und das sind dann nämlich diese hügeligen Hochebenen, auf denen es halt nichts gibt. Nichts, also nichts zum Feuer machen, nichts zum Hütte bauen, außer Grassoden vielleicht noch Ton, aber sonst wirklich nichts. Nichts zu futtern, wie gesagt, überhaupt nichts, gegebenenfalls ein ganz paar Tiere, aber die musst du auch mal kriegen im völlig deckungslosen Gelände, kannst dich da nicht anschleichen, Falle bauen kannst du auch nicht mit nichts und das könnte sehr, sehr interessant werden. Ja? Und da ist jetzt halt eben die Frage, das habe ich auch beim Joe schon im Kommentar formuliert, möchte es gerne aber hier auch nochmal sagen, zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast Leute, die Survival trainiert haben, deren Beruf Survival-Techniken zu beherrschen ist. Und du hast einen Haufen Leute, bei denen das nicht der Fall ist. So, macht es jetzt Sinn für denjenigen, der Survival-Techniken beherrscht, 6, 7, 8 Stunden auf Karnickeljagd zu gehen, dann vielleicht erfolgreich ein Karnickel erlegt zu haben, dabei einen Haufen Kalorien verbraucht zu haben und wenn du jetzt das Karnickel futterst, dann gibt das ganze Karnickel bestenfalls, wenn es ein dickes, fettes Karnickel ist, ja, bestenfalls so viel Kalorien, wie du mehr oder weniger gebraucht hast, bis du es gefangen hattest, wenn du wirklich aktiv auf die Jagd gehst. Ja. Mag Glückssituationen geben, wo man mit wenig Kalorieneinsatz an den Karnickel rankommt, aber das ist
zumindest selten bis völlig unrealistisch, irgendwo da dazwischen. Und hast du jetzt wenigstens das Karnickel für dich allein, nachdem du allein den Aufwand betrieben hast, das Karnickel zu bekommen, dann kannst du wenigstens dein Defizit wieder auffüllen und hast für die Psyche halt ein Karnickel. Und kannst dir vielleicht aus dem Karnickelfell noch irgendwas Lustiges basteln. Karnickelfäustling, Karnickelohrwärmer, flipp, sehr flauschig oder was auch immer. Jedenfalls, das lohnt sich irgendwo noch. Aber jetzt man stelle sich vor, die gesamte Gruppe hat nichts zu fressen. Jetzt geht der Joe beispielsweise auf Karnickeljagd und legt nach 6-7 Stunden einen Karnickel. So, jetzt kriegt jeder ein Siebtel Karnickel. Und keiner hat wirklich was davon und am allerwenigsten der Joe, der den ganzen Kalorien aus seinem Körper, der im Übrigen wahrscheinlich auch nicht unendlich Speichermasse hat, um ewig viele Kalorien rauszuhauen, ohne was rauszuwerfen. Das wäre bei anderen Teilnehmern wohl möglich weniger ein Problem. Das ist jetzt halt nun mal einfach mal so. Aber ausgerechnet da fehlen dann dem Joe eben entsprechend seine Kalorien und er kriegt nur einen kleinen Teil davon weg, zurück, und der Rest der Gruppe hat dann wiederum zugegeben dadurch einen Vorteil, aber der Joe eben nicht. Und wenn der Joe jetzt nicht angewiesen ist, von der Gruppe motiviert zu werden, ja, und den psychischen Schutz, den eine Gruppe bieten kann, nicht muss, kann, ja, wenn sie funktioniert, kann sie, wenn sie nicht funktioniert, dann das Gegenteil. Ob das so viel Sinn ergibt, das dann zu tun, bei der Gruppe zu bleiben, oder auch von Stefan, der das vielleicht ein Stück weit auch beherrscht. Ja, wir werden sehen. Ich sage jetzt einfach sicherheitshalber mal vielleicht. Ja, er klingt ja recht optimistisch bei dem, was er so in seinen kleinen Streams so sagt. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, das bleibt spannend. Oder ein Joey Kelly, der das sicherlich auch so ein Stück weit beherrscht. Oder geht er mit dem Joe mit? Weil es ist ja schon zugegeben, das hat sich der Stefan ja auch schon so ein kleines bisschen beschwert. Und das ist so ein Faktor, der tatsächlich so ist. Das ist, aber Seven vs. Wild war nie perfekt fair. Also vom Ausbalancieren her nie. Das gab es noch nie. Daher auch bei dieser Staffel so ein kleiner Wehmutstropfen, dass sich Joey und Joe halt schon kennen, beziehungsweise Kumpels sind. Kumpels darf man, denke ich, schon sagen. Und ja, dadurch haben wir halt eine Gruppe von 5 Fremden und 2 Leute, die sich schon kennen. Die den anderen natürlich auch fremd sind, aber das bietet für die 2, die sich schon kennen, natürlich denen einen gewissen Vorteil. Und dass die schon so ein bisschen wissen, wie sie gegenseitig ticken, und die könnten jetzt im Grunde sich als Zweierteam separieren und wären dann ein leistungsfähiges Zweierteam, ein sehr, sehr leistungsfähiges Zweierteam, weil vermutlich der Joey, der hat ja schon die ganze Zeit mit dem Joe trainiert, durchaus in der Lage wäre, eben für den Joe den Hilfsarbeiter in Anführungszeichen zu machen, und der Joe sagt, was gemacht wird. Und dann sind die zu zweit als Team, wo jeder weiß, was seine Aufgabe ist und seine Position ist, und sie damit leben können, in dieser Position zu bleiben und 14 Tage da auszuharren, wahrscheinlich leistungsfähiger wären sie. Ob sie das so gemacht haben, ich habe ja keinen Schimmer, woher soll ich das wissen? Aber wären wahrscheinlich leistungsfähiger, als wenn sie mit den anderen 5 Hanseles, die dann halt eben noch durchfuttern müssen. Wo wir davon ausgehen müssen, von dem, was wir bisher wissen, nicht, dass das böse gemeint wäre oder sonst wie, dass eine Selfie Sandra gar keine Ahnung hat. Die sagt auch, sie hat sich nicht viel vorbereitet. Der Hugo vermutlich auch fast gar keine Ahnung hat. Und ein Flying Uwe, abgesehen davon, dass er fit ist, wahrscheinlich auch keine Ahnung hat. Ja, und bei Julia, schwer zu sagen. Die hat jetzt schon ein bisschen Outdoor-Zeug gemacht. Aber neuseeländische Flora und Fauna wird sie auch nicht kennen. Ob sie Feuer machen kann aus nix, weiß ich nicht. Wage ich auch zu bezweifeln. Nix gegen die Julia. Ne? Also ich glaube nicht, dass die das kleine Püppchen gemacht haben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die hat sich schon relativ durchgebissen. Aber sind die nützlich für Joe und Joey, wenn sich Joe und Joey da separiert haben? Das wäre für die beiden wahrscheinlich wirklich so eine Idee, dass man machen könnte.
Fairerweise dann eben aber auch nur mit einem Minimum der Ausrüstung, die am Flugzeug zur Verfügung steht, dass sie da jetzt nicht alles plündern und damit einfach abhauen, sondern schon einen fairen 2/7 von dem Zeug maximal mitnehmen und vielleicht auch nicht die 2/7 allernützlichstes Zeug. Oder dass man sich halt abspricht, was ist eher, wenn man beim Flugzeug bleibt, vor Ort nützlich, zum Beispiel irgendwelches Deckenmaterial oder Kissenmaterial, mit dem man das Flugzeug schön auspolstern kann und sich dann ein warmes Nest bauen, während die, die unterwegs sind, vielleicht eher Interesse an einem Schneidwerkzeug oder sowas in der Richtung oder was zum Feuer machen haben, was im Flugzeug Feuer machen, Kohlenmonoxid und so weiter und so fort, vielleicht auch nicht nur eine gute Idee ist. So, und dann ist die Frage, ist der Stefan bei den 4 Anfängern geblieben? Dass der Stefan quasi den erfahreneren unter den Anfängern gemacht hat. Das wäre so eine Vorstellung von mir. Das könnte ich mir jetzt einfach mal so denken, dass vollkommen spekulativ, ne? Ich habe keinerlei Insider-Infos von irgendwem bekommen. Nur so ein paar vage Andeutungen und was ich mit denen anstelle, überlasse ich mir selber. Aber wirklich nur ganz vage, ne? Also ich habe keinen Schimmer. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Jedenfalls, was ich eben vermuten könnte, wäre genau dieses Szenario. Und ist das dann interessant? Ja, finde schon. Das würde mich sehr reizen. Was mich nicht so wirklich glücklich machen würde, wäre, wenn die auf Teufel komm raus versuchen, eine 7er-Gruppe zu bilden, sich niemand separiert, alle zusammen auf einem Haufen hocken und gemeinsam quasi im Flugzeug die Kälte überstanden wird und man wartet, bis 14 Tage vorbei sind, während nach und nach, je nach Willensstärke, die einzelnen Leute aufgeben. Weil ich denke, niemand in der Gruppe wird in 14 Tagen so weit verhungern, dass es lebensgefährlich wird. Hugo vielleicht beim Uwe, gut, der verliert Muskelmasse, davon hat er so viel, dass er das machen kann, ohne dass es gleich gefährlich wird. Schade ist natürlich trotzdem, wenn man die dann wieder drauf trainieren muss. Ja gut, der Joe ist jetzt auch nicht der Dickste. Aber der wird selber wissen, was er da, wie er da und wie lange er da und so weiter und so fort. Da will ich mich gar nicht einmischen. Das hat er selber ausgerechnet, mit Sicherheit. Und ja, Julia, naja, dick ist die jetzt auch nicht. Ne? Aber ein paar Gramm Körperfett wird sie auch noch übrig haben. Außerdem ist sie nicht sehr groß, da ist dann der Grundumsatz relativ niedrig, wenn sie sich nicht viel bewegt. Dann kommt die da wahrscheinlich auch über die Zeit hin. Aber da es ja die krasseste Staffel aller Zeiten sein soll, glaube ich nicht, dass es ein 7 Leute hocken im isolierten Flieger und haben sich den zubarrikadiert und spielen. Ja, spielen eben, vielleicht spielen sie Karten, vielleicht haben sie ja Karten im Flieger gefunden oder spielen Stille Post oder spielen Wer bin ich oder was weiß ich was und bis die 7 Tage rum sind. Das glaube ich nicht. Auch was der Stefan bisher so von sich gegeben hat und auch die Julia, die ja das eine oder andere gespoilert haben soll, so die eine oder andere Anmerkung, das widerspricht sich zum Teil aber auch wieder. Was da gespoilert wurde von den einzelnen Kandidaten, letzten Endes habe ich keinen Schimmer. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich bleibe bei meiner, ich glaube, ich würde aus Effizienzsicht, wenn ich Joe und Joey wäre, hätte ich mir den jeweils anderen geschnappt und wäre mit dem mit eben, kommt drauf an, was für Ausrüstung man dann da mitnehmen darf. Das ist ja auch nochmal was anderes. So ganz ohne alles kannst du dir eigentlich im Grunde als Schneidinstrument bloß ein scharfes Stück Schiefer suchen. Und Schiefer ist aber sehr porös, also so wirklich gut als Schneidinstrument. Damit kannst du vielleicht Bodenplatten rausschneiden, Grasplatten, Grassoden aus dem Boden rausschneiden und dir dann eine Grassodenhütte bauen. Das müsste mit einem Stück Schiefer vielleicht, wenn du Glück hast, wenn du dich gut anstellst, die sind ja technisch geschickt, die zwei, das könnte man vielleicht machen. Dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen mit Ton abdichten und so weiter und so fort. Aber Feuer bohren, da, das sehe ich jetzt auch nicht so. Und ganz ohne Feuer, das ist dann schon eklig. Ja, und das würde dann auch erklären, warum der Joe zum Teil meinte, fast schon lebensgefährlich und so weiter und so fort. Also könnte sein. Ja, aber letzten Endes, ich habe keinen Schimmer und kann so oder so laufen. Was ich halt wirklich nicht haben möchte, und ich hoffe sehr, dazu ist es nicht gekommen, ein alle 7 hocken zusammen und dann gibt es Kindergarten, Kinderfasching mit ich bin hier aber das Alpha-Männchen, nein, ich bin das Alpha-Männchen. Und am Ende ist Julia das Alpha-Männchen. Das wäre ja noch wenigstens lustig. Aber nee, also sowas brauche ich jetzt nicht. So
sozialer Quatsch, so à la Big Brother oder sowas in die Richtung. Da war ja der Uwe mal, glaube ich, eine seiner größeren herausragenden Leistungen in seinem Lebenslauf da mal gewesen zu sein. Ja, weiß ich nicht. Na, muss man gucken, wird spannend. Also wird auf jeden Fall spannend, bis wir herausgefunden haben. Also das ist so mein Worst-Case-Szenario. Die hocken da wirklich aufeinander und wir kriegen hartes Dschungelcamp. Also mit viel sozialem Anecken und so weiter und so fort. Das will ich nicht sehen. Davon abgesehen, wir haben in unserer heutigen Zeit genügend soziales Anecken überall sonst. Das muss man sich dann nicht auch noch zusätzlich in Form von einer Reality-Show, wie man es dann vielleicht eventuell nennen könnte, mit Survival-Einschlag zu sehen bekommen. Aber scheinbar ist es ja doch so hart geworden, dass das alles zu hart war, um da irgendwie groß anecken zu können, oder die entsprechenden Leute, die keinen Bock hatten, sind schon relativ schnell wieder raus, oder was auch immer da genau passiert sein wird, ich habe keine Ahnung. Das habe ich ganz oft gesagt und ich denke, an der Stelle langt es auch. Das sind jedenfalls meine 5 Cent zum Thema, ein paar realistische Beispiele, ein paar Survival-Eigenschaften, wie sie sich in der Vergangenheit als sinnvoll herausgestellt haben, ein paar Gruppenszenarien, die es tatsächlich mal gegeben hat und was da passiert ist, was sich als sinnvoll herausgestellt hat. Letzten Endes ist es wirklich einfach meiner Meinung nach das Entscheidende: Eine Gruppe im Survival funktioniert dann, wenn sich nach Möglichkeit wirklich alle Mitglieder in der Gruppe korrekt einschätzen können, was ihre Fähigkeiten sind, und sie sich entsprechend ihrer Fähigkeiten in die Gruppe eingliedern. Wer also der beste Verfügbare für Überleben in der Wildnis ist, macht halt den Chef, so er dann in der Lage ist, einigermaßen die Gruppenleitung zu übernehmen. Wenn er zum Beispiel jetzt ein sozialer Vollpfosten sei, sollte der potenzielle Chef, dann wäre es sinnvoll, dass jemand anders den potenziellen Chef macht und dann derjenige, der sich mit Survival-Krempel wahnsinnig gut auskennt, einfach dann immer die beratende Instanz ist, der die Sachinformation, was die Gruppe als nächstes tun soll, liefert, aber der Chef das Ganze dann organisiert, damit das sozial in einem vertretbaren Rahmen abläuft. So, und wenn alle anderen Beteiligten jeweils wissen, was sie können und nicht können und sich da realistisch einschätzen, dass beispielsweise ich, sollte ich nicht mit irgendwelchem Wissen da hilfreich sein können, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich eigentlich wirklich bloß noch zum Nüssle sammeln und Löcher graben und einfachen Handlangertätigkeiten zu gebrauchen. Einfache Handlangertätigkeiten. Nicht irgendwie super krasse Shelter bauen, weil meine sehen ziemlich hässlich aus. Die funktionieren zwar zur Not auch irgendwie, aber das können andere besser. Ja, also wie gesagt, wenn ich nicht irgendwie durch Wissen auftrumpfen könnte und irgendwas Interessantes beitragen, wie zum Beispiel, wo man jetzt den scharfkantigsten Schiefer findet, und das weiß ich so detailliert auch nicht, ich bin ja kein Geologe, kann alles ein bisschen, nichts richtig, ne? Also, weiß alles ein bisschen, nichts richtig, so rum, können tue ich gar nichts. Ja, und ja, und dann würde ich mich da wirklich, angenommen, es gibt jemand, der das besser weiß als ich, das wäre im momentanen Szenario der Fall, ne? Mindestens, ja, also einer weiß es definitiv besser als ich. Bei den anderen müsste man gucken, ja, da müsste man sich dann mal wirklich zusammensetzen und sich unterhalten. Was kann man wirklich, wo kennen die sich jeweils wirklich aus? Oder dann macht man halt Sektionen, dass zum Beispiel ich mich wahrscheinlich immer noch besser mit den Pflänzchen in Neuseeland auskenne als ein Stefan. Denke ich jetzt mal. Der sagt ja selber, Pflanzen sind ja nicht so seins. Dann könnte man sich jetzt zum Beispiel da der Stefan vielleicht ein besseres Lager errichten kann, als ich, dann darauf einigen, dass der Stefan halt den Bautrupp macht und ich halt den Grünzeugsammeltrupp. Beispielsweise. Ja. Oder sollte sich halt herausstellen, der Joe kann alles besser, das ist wahrscheinlich definitiv so, dann soll der Joe halt sagen, wo ich dann hilfreich wäre. Also wenn ich jetzt im Team wäre, was ich ja nicht bin, was ich auch ganz dankbar bin. Ne? Also nochmal, ich will da nicht mitmachen, habe ich nie vorgehabt, nicht bei Staffel 1, 2, 3 oder jetzt auch nicht bei 4, vielleicht da noch am ehesten, aber nein. Ich kriege dann Hunger und dann werde ich knatschig und dann will ich nach Hause und nee. Nochmal, das Fehlen von Proviant ist für mich so eine Achillesferse. Ja, sonst mache ich alles gerne mit, aber Proviant muss sein. So. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt sicherlich ein bisschen lang, aber ja, so als gemütlicher nebenbei Plauderbeitrag vielleicht zu gebrauchen. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann sicherlich mit mehr harten Fakten. Tschüss!